So, und damit begrüße ich euch. Ich musste gerade noch meinen Laptop ein bisschen einrichten, damit ich auch alles lesen kann. Alles ein bisschen anderes Setup. Oh ja, ich muss den Ton vielleicht noch wegmachen. So, wer ist denn alles da? Matthias Simon, Christian Gebhardt, Yasser Hübner, Laurel Schepers, Benny Fjord ist natürlich dabei, Dominik Oslislock. So, jetzt will ich keinen doppelt vorlesen. Jojo Rudi, Lord Fauntleroy, Kevin Dorfschäfer, James Solier. Ich grüße euch mal wieder zu einem Stream. Lange genug ist es her. Ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, warum es so lange keinen Stream gab. Es ist immer mal mehr, mal weniger. Es wird aber, denke ich mal, jetzt wieder eher mehr Streams geben. Ja, ich bin noch so ein bisschen verpeilt, weil ich heute Morgen die Wohnung noch hin und her geschoben habe, Möbel bestellt und alles. Deswegen brauche ich jetzt erstmal einen Moment, um reinzukommen. Lena ist heute aber also zumindest nicht auf dem Teamspeak dabei. Weiß nicht, ob sie dann später in den Chat kommt. Ich hatte ihr auf jeden Fall Bescheid gesagt, dass ich streame. Ich gehe gerade mal rein, damit wir mal so einen kleinen Überblick bekommen, jetzt wo ja von vornherein so viele Leute gleich da sind. Nur Jojo, okay, nicht wie Jojo Moyes. So, Matthias Igel ist auch da. The Mad Eagle. So, also, was steht denn heute alles an? Wir können erstmal einen kleinen Überblick uns verschaffen. Wildcards bekommen wir eh keine. Bei der Tour de France ist Nairo Quintana im Führungstrikot. Schauen wir uns doch erstmal nochmal unsere Werte an. Werthers Beste. So, ich hoffe, der Stream läuft auch flüssig. Ich habe extra die Uploads von FIFA und Evil Within jetzt auch beendet, damit wir hier wirklich in guter Qualität streamen können. Ja, kein BASF und kein Paulaner dabei. Das tut mir auch leid. Aber ich kann es nicht ändern. Aber wir können, bevor wir uns die Fahrer anschauen, können wir mal schauen, was wir denn jetzt vielleicht schaffen. Also, der Zeitplan ist. Moin, ihr Süßen. Zeitplan ist folgender. Wir machen jetzt natürlich die Österreich-Rundfahrt fertig. Da haben wir ein richtig schönes Profil. Da haben wir halt dieses komische Team Skoda dabei. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hätte auch lieber BASF und Paulaner. Aber danach kommt noch die Tour auf Queen High Lake, wo ich allerdings nicht alle Etappen fahren werde. Wir können vielleicht mal in den Sprints mit reinhalten. Aber jetzt hier 13, naja, sagen wir mal 11,5 Flachetappen zu haben, ist, glaube ich, nicht so spannend. Da haben wir nochmal eine kleine Kopfsteinpflaster-Etappe. Aber es ist wirklich auch nur dieser kleine Moment. Deswegen Kopfsteinpflaster ist dann parallel der Grand Prix Kerami von Saint-Ghislain nach Frommery. Da können wir unsere Kopfsteinpflaster-Jungs nochmal draufschicken. Und natürlich die Tour de Wallonie steht an. Das ist dann auch eher wieder für die Hügelexperten. Also ordentlich Rundfahrten. Die Larry H. Miller Tour auf Utah ist auch noch. Endlich kommen mal richtige Rundfahrten mit Zeitfahren, mit Bergankünften. Da werden wir richtig Spaß haben. Jo, sollen wir erst nochmal die Fahrerdaten durchgehen, auch von den anderen Teams? Wollt ihr da einen Überblick haben? Haben wir irgendwas vergessen, was ich hätte machen sollen, was ich hätte zeigen sollen die letzten Male? Ansonsten würde ich nämlich sagen, legen wir direkt los. Geht ja erstmal flach los auf der fünften Etappe der Österreich-Rundfahrt. Dann geht es allerdings richtig geil den Anstieg zur Edelweißspitze nach oben. Wenn das kein Berg ist, der vor Männlichkeit nur so brummt, dann weiß ich es nicht. So, ich denke mal, das Jahr bezieht sich auf die Kader. Deswegen machen wir erstmal natürlich das beste Team der Welt. Das ist das Team Bianchi. Nehmen wir mal die Fitnesswerte mit raus. Da sehen wir auch noch die Verletzungen. Da müssen wir auch nochmal schauen. Kevin Dorfschäfer mit Oberschenkelbruch. Aber die Verletzungen heilen hier ja immer gut zusammen. So ein Oberschenkelbruch, Ende Juli ist er wieder da. Das ist ja überhaupt gar kein Ding. Ich brech mir auch andauernd den Oberschenkel und 2 Wochen später laufe ich einen Halbmarathon. So, da war noch einer verletzt. Holger Erdgeist, gebrochener Wirbel. Können wir mal schauen. Start Juli, also er müsste jetzt bald wieder da sein. Dann kann er vielleicht sogar die Tour of Queen High Lake fahren. So, ja, jetzt geht es schon wieder ein bisschen. Wir machen es schnell. Ich glaube, ich hatte es auch in der letzten Folge nochmal gezeigt. Also Berg haben wir schon einige gute Fahrer dabei. Hügel, Zeitfahren, Laurel Schepers. Können wir ganz kurz nochmal einen Blick auf die anderen Teams werfen, ob sich da ganz groß was verändert hat. Und ich hatte es ja Ende letzter Folge gesagt, falls wir aufsteigen sollten, werden wir die anderen Teams auf jeden Fall mitnehmen. Oh, Sportfan Rob ist da. Servus. So, BASF. Am Berg Hendrik Lohmer, Hans Wassmer hat sich dort schon ordentlich verbessert. Was macht der Vasi? Er gurkt hier weiterhin so vor sich rum.
ist ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Am Hügel Louis Pockel, Fabio Meyer, Philipp Lüder. Schauen wir mal, ob sie einen guten Sprinter haben. Jo, Mathis Waldo, der Mann mit dem Hundenamen. Sorry dafür. Lauritz Hecker, der hackt bestimmt schon wieder was aus. Matty the Eagle, der ja auch beim Skispringen eigentlich eher zu Hause ist. Ich hätte auch später noch eine Umfrage zum Skispringen. Yasir Hübner. Ja klar, kann ich schauen, ob da schon Erfolge da sind. So, jetzt gehen wir erst nochmal schnell bei Paulana reinlunzen. So, Lukas Göring, nicht verwandt oder verschwägert mit, ihr wisst schon wem. Florian Harrer, auch ein guter Skispringer. Ich glaube sogar unser Abo-Teamsieger gewesen. Oh, Max Becker mit der 75 am Hügel. Leon Weiß auch schon sehr, sehr ordentlich dabei. Schauen wir noch, ob ein guter Sprinter dabei ist. Matthias Hadric, wie gesagt, für mich immer noch ungewohnt. Und dann gehen wir zu diesem komischen Team. Da schauen wir mal, Yasir Hübner. Was hat er? Na, noch nicht wirklich was erreicht diese Saison. Also da ist noch nicht viel gelaufen, sagen wir es mal so. Da kann noch, da ist noch Luft nach oben im Sprint, die 73. Natürlich muss man mal schauen. Ich glaube, da hätte ich bei der Datenbank auch nochmal was ändern sollen, oder? 2,8 Meter, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen groß ist. Kann ich aber nochmal, kann ich mich nochmal dran setzen. So, Lena Kinnun haben wir hier. Wir schauen natürlich generell nochmal bei Team XY Chromosom. Andi Schmidt, Mats Rosenkranz, Diego Pellegrini schon ordentlich dabei. Dann Lena ist die beste Hügelfahrerin. Adrian Götz, Philipp Anna, Carsten Grunewald, Laurin Ehrit im Zeitfahren und Sprint. Julian Götz der Beste. Yasir Hübner dort sogar Zweiter im Team. Jo, das war jetzt mal der kurze Überblick. Ich denke mal, es werden ja vielleicht später noch einige andere mit dazukommen, die dann auch nochmal ihre Daten sehen wollen. Deswegen hauen wir einfach mal rein. Von Rottenmann zur Edelweißspitze. Da lacht auch der Großschadner wie wirklich ein übergelaufener Putzeimer. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Impersonifikation, falls es dieses Wort gibt, eines Putzeimers, der überläuft. So, Maxim Pfarrer sein. Auf den wird gezoomt und mal schauen. Bei den Favoriten sind wir mit Laurel Schepers auf Platz 4. Jonas Joel auf Platz 8. Gehen wir mal rein. Und wir haben natürlich den Formhöhepunkt auf unserer Seite und ich hoffe, dass Jonas Joel auch eine gute Tagesform erwischt, weil er natürlich der Bestplatzierte ist. Ich glaube, Daniel Munz hatte dort die letzte Etappe gewonnen, obwohl er eigentlich nur Anfahrer war. Wir brauchen eine gute Tagesform bei Jonas Joel, damit er eben auch mit dem Besten mithalten kann. Wir haben uns einen kleinen Vorsprung rausgefahren, darf man nicht vergessen. Ich glaube, Elliot Liter, der trinkt immer literweise Wasser. Daniel Munz auch mit der Plus 2, aber er hat nur einen Bergwert von 72, glaube ich. Also in Anführungszeichen nur. Ich habe, glaube ich, einen Bergwert von 38, wenn überhaupt. Wahrscheinlich eher eine 23. Mal schauen, wie viel der Stream hinterherhängt. Kann ich gerade mal einen Blick drauf werfen. Also ich kann ja jetzt sind wir gerade durch. Dann mache ich das mit dem Skispringen ein andermal, weil ich würde ganz gerne wieder Skispringen 2007 spielen. Es gibt ja kein wirklich besseres. Ich muss den Berg von vorne fahren, das werde ich auch machen. Ihr kennt ja meine tolle Taktik. Immer schön mit dem Telekom Express da reinbrettern. So, die Gendarmerie ist dabei. Judge Dredd schaut vorne schon wieder ganz grimmig. Die Fahrer sind immer noch innig miteinander verbunden. Die gucken einen immer noch so böse an, wie in Ghostbusters 2 das Bild. Okay, dann lassen wir 2,8 Meter. Ist okay. So, was sagt die Tagesform? Ah, nein. Die Minus 2 bei Jonas Joel. 2,34 Rückstand. Jetzt müssen wir die Tagesform natürlich... Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir die Taktik machen. Den würden wir abhängen. Ja, Kenny Elissant wird sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich der Top-Favorit heute auf den Sieg. Philippe Denor, 75, könnten wir noch gerade so packen. Felix Großschadner schon mit 1,32 Rückstand. Patrick Konrad. Ach Mensch, das wird schwierig werden.
So, was? Straßenradsport-WM in Innsbruck? Finde es gut, dass die WM für Bergfahrer prädestiniert ist. Also, ich kenne nur die meisten Weltmeisterschaften sind ja wirklich auf flachen Profilen. Von daher finde ich es nicht, habe ich mich als zu Ulrich-Zeiten, habe ich immer gehofft, dass es mal ein bisschen hügeliger, ein bisschen bergiger wird, damit er endlich auch mal Straßenweltmeister wird. So, Daniel Munz, die plus 3. Holy moly, wir können auch für Daniel Munz fahren. So, Tag an Lukas Vogt. Achso. ja, die DB. Ich sag da, ich mach da jetzt keine Versprechungen mehr zu. Aber die DB, die funktioniert halt nicht wirklich richtig. Also wie gesagt, eine Straßen, zur Datenbank können wir später nochmal was sagen. Jetzt gerade erstmal die Teamtaktik. Heiko Gabel sieht auch richtig fresh aus. Den können wir auf jeden Fall als letzten Helfer nehmen. Und da Daniel Munz heute so stark ist und Jonas Joel so schwach, wird Jonas Joel heute, obwohl er das gelbe Trikot trägt, nur Teamhelfer sein für Daniel Munz. Geben wir erstmal Lukas Kruse, der wieder eine schlechte Tagesform hat. Laurel Schepers hat auch die minus 1, den würde ich aber erst nochmal sparen. Dann nehmen wir Heiko Gabel nochmal mit in den Schutz. Lars Ritter mit der 0 wird auch heute eher Helfer sein. Ja, das kann trotzdem gut werden. Das kann trotzdem gut werden. Daniel Munz. Ah, die 73 am Berg. Tja, Munz ist auf jeden Fall gedopt. Weiß man ja. Nur die Russen dopen, das weiß man ja. Die anderen sind alle sauber, deswegen gewinnen die Russen ja auch alles. Wie gesagt, die Tour de France dieses Jahr, ich glaube, 12 Russen auf dem Podium. Das war ganz schrecklich. Immer diese gedopten, auch gerade beim Biathlon, immer diese gedopten Russinnen, wo Magdalena Neuner dann trotzdem 3 Minuten schneller läuft als diese blöden gedopten Russinnen. Das ist echt schlimm. Oh je, die fahren da vorne schon wieder so, als würde keine Nachführarbeit gemacht werden. Ich glaube, wir hatten dieses Profil schon mal beim 2016er Radsportmanager. Ja, können wir gerne mal schauen dann, Lukas. Also Lukas Vogt, es gibt ja mehrere Lukasse. Lukas, bitte zur Kasse. Entschuldigung. So, der West-Mattelmann ist dabei. Der Gruber. Der Gruber Jens. Rabbitsch. Der macht immer nur Rabbisch. So, der Klerk ist am Stissel. Hollenstein. Frau Hollenstein wahrscheinlich. Kuno Wallowas. Ambrosius. Da möchten wir doch direkt mal von seinem Nektar kosten. Und ich bin mir... ja, durchaus bewusst, dass das sehr, sehr merkwürdig klingt. So, vielen Alter. Ja, aber hallo. Holla the Wood Fairy. So, Frison, halb Friseur, halb Bison, das wissen wir ja auch schon. Können wir es mal ein bisschen schneller stellen. Ausreißergruppe lassen wir natürlich weg. Die Formel 1 Karriere von Lena, da ist der Speicherstand leider schon wieder weg. Und das ist so, so anstrengend und schwierig, das immer wieder herzustellen. Aber ich will jetzt nicht für Lena sprechen, aber ich hatte mit ihr geredet, dass wir vielleicht ja jetzt, wo, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass es draußen etwas kälter wird, das nennt man Winter, ne? Also Sommer, es gibt 4 Jahreszeiten, da gehört auch der Winter dazu, ich will das nur erklären, falls einer es nicht kennt. Und deswegen machen wir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Wintersport. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Biathlon liebe. Das ist ja meine absolute Lieblingssportart, da sitze ich immer vorm Fernseher, schaue mir alles an. Das ist einfach mein persönliches feuchtes Höschen. Deswegen mache ich dieses Jahr kein Biathlon. Aber die Lena würde es wahrscheinlich übernehmen. Also da würde sie dann einfach mal daneben schießen und sich drüber aufregen und sich drüber freuen über dieses wahnsinnig tolle Spiel. Und ich würde, glaube ich, lieber wieder Skispringen machen. Vor allem, weil ich jetzt auch die richtigen Namen drin habe. Für das Skispringen 2007. Also wir spielen dann wirklich gegen Adam Morlisch und so weiter. Und warum sagt eigentlich keiner Wasser holen? Das ist ja wohl das allerletzte. Wofür hat man euch eigentlich dabei? Ja, also ich würde wieder Skispringen machen, deswegen wäre dann quasi, auch wenn wir jetzt hier quasi gerade sowieso rumrödeln, meine Frage, mit welchen 3 Skispringern wir denn dieses Jahr in die Karriere reingehen sollen? Alter Schwede, da ist Jassir Hübner, schaut euch das an. Holy moly. Du Tier. Alter Schwede. Na, jetzt ist zu spät mit dem Wasser holen. Jetzt blinkt es schon.
So, Lars Ritter holt auch noch einen Rittersport von hinten mit. Dass ich auf den Gag vorher noch nicht gekommen bin. Bobfahren, ja, der Bobfahrsimulator. Ich glaube, RTL Bobfahren gibt's nicht. Aber es gab letztes Jahr auch so ein cooles Browser-Game, das ich mir mal angeschaut hatte. Zum Skispringen. Das war eigentlich ganz lustig. So ein bisschen Manager. Man konnte dann im Browser das spielen, die Karriere weiter zocken. Das habe ich mir letztes Jahr mal angeschaut und habe es dann komplett vergessen. Deswegen, ich habe allerdings vergessen, wie es heißt. Vielleicht weiß das ja einer. So ein wirklich lustiges Browser-Game zum Thema Skispringen. Da könnte man echt ein gutes Let's Play draus machen. So, 10 Minuten Vorsprung. Qu'est-ce que le fuck? Naja, gut. Das holen wir am Berg wieder auf. Ich denke mal, das Feld wird hinten jetzt auch bald mal was machen. Wir machen keine Nachführarbeit, obwohl wir das gelbe Trikot haben. Fällt mir auch gerade erst so auf. Daran könnte es natürlich liegen. Auf wen können wir denn heute verzichten? Eigentlich auf Lukas Kruse. Das klingt jetzt wieder so böse. Dann kümmert sich Ritter mal um uns und dann schicken wir Lukas Kruse mal vorne dran, dass er vielleicht so ein bisschen Tempo wenigstens macht, damit der Vorsprung nicht ganz so groß ist. Der 70er-Wert ist vielleicht ein bisschen hoch. Na stimmt, RTL Wintersport 2009, da gibt's Bob, ja. Aber das war... Ich habe das ja mal eine Folge lang gespielt und ich sag das jetzt ungern. Die Community hat sich dagegen entschieden, dass wir das weiterspielen. Ich glaube, das war mit dem pädophilen Pinguin, der da immer rumgehüpft ist. War jetzt nicht so der Burner. Und Bobfahren, also ganz ehrlich, wenn ich mir das live im Fernsehen anschaue, denke ich schon, oh wow, das habe ich jetzt mit den Augen gesehen, dass der 0,03 Sekunden schneller war als der vorher. Da geht mir der Knopf an der Hose auch nicht unbedingt auf. Mit Jens Weißflug Stimme. Na klar, ich übe an meinem Ostakzent. Ich fahre einfach mal zur Lena. 3 Tage nach Leipzig. Und dann wird es schon. Aber er hat schon, also ich finde Jens Weißflug, das ist schon auch so ein Typ Mann. Da kriegen die Frauen wirklich das feuchte Höschen. Das ist einfach ein Träumchen. So, immer noch 10 Minuten der Vorsprung. Wir halten das konstant. Lukas Kruse, wie gesagt, Lukas kommt so ab 18:30 wohl dazu. Da müssen wir mal schauen, ob wir das mit dem Stream gut hinbekommen, dass wir die Vuelta mal ein bisschen weiterspielen. Ist ja erst 2 Monate her, dass wir das gespielt haben. Ja, also sowas wie, also einen Deutschen hätte ich schon ganz gerne dabei. Olaf Schubert macht jetzt auch Skispringen, geil. Da würde ich es gucken, so im Polunder. Entschuldigung. Wird immer disqualifiziert, weil er den Polunder drüber zieht. Ja, mit Roglic, das wäre wirklich witzig. Aber Roglic sollten wir vielleicht lieber beim Radsport nehmen. So, Sprintwertung haben wir keine Schnitte. Das interessiert uns nicht. Ich würde sagen, Laurel Schepers holt uns mal ein Wasser und dann konzentrieren wir uns auch gleich mal ein bisschen mehr hier aufs Fahren. Yo! Yo, 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 yo! Weiterfahren! Ja, stimmt, Tom Bartels lasse ich dann immer stürzen. Thema Stürzen. Ja, scheiße. Ist aber nicht ganz so dramatisch. Weil ein Sturz hat jetzt hier für die Tagesform nicht den ganz großen Einfluss. Wäre eigentlich auch eine coole Änderung. Dass wenn man stürzt, dass die Tagesform dann irgendwie auch zumindest auf minus, was weiß ich, 2 oder 3 runtergeht. Normalerweise tut einem Sturz ja nicht ganz so gut. Außer Lance Armstrong damals. Dem hat der Sturz echt gut getan. Als er am Beutel hängen geblieben ist. So, alle bitte wieder nach vorne fahren. So, ist aber keiner raus, oder? Es fahren alle noch. Ansonsten wären sie nicht im Peloton. Okay. Was ist denn jetzt da vorne los? Okay, das wird aber gleich wieder zusammengefahren werden. Da mache ich jetzt keine Nachführarbeit. So, Kruse, Max Kruse und so weiter haben wir vorne mit dabei. Okay, alles wieder zusammen.
Daniel Munz, jetzt bitte auch ein Stück weiter nach vorne. Ja, machen wir. Dann nehmen wir Lukas Kruse gerade mal vorne raus. Jetzt hat sowieso Sky die Führungsarbeit übernommen. Dann können wir vielleicht doch nochmal Heiko Gabel dann auch beschützen lassen danach, wenn er Wasser geholt hat. Nach dem Berg der dritten Kategorie sollten wir dann in der Ebene auf jeden Fall langsam schon mal unseren kleinen Zug einspannen. Naja, aber Wasser ist doch... Huch, das ging doch jetzt fix. Wieso haben die anderen jetzt Wasser? Okay, komm, lass stecken. Ich sortiere gerade mal neu. So. Berg der dritten Kategorie. Jetzt hat sich alles wieder ein bisschen sortiert. Ich kann mal wieder in den Chat schauen. Nicht in den Chat schauen. Insam ist ein Südtiroler. Okay, muss ich gestehen. Sagt mir jetzt nichts. Aber ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, was letzte Skisprungsaison war. Ich habe jetzt mal den Sommer Grand Prix mir die Ergebnisse so ein bisschen angeschaut. Da war David Kubacki vorne. Der sympathische Pole, wie Tom Bartels sagen würde. Ja, Benny kann vielleicht mal schreiben oder mal recherchieren, was denn die Schnellkraftwerte von Vincent de Grandsevoix machen. Hat er noch ein drittes Kind bekommen jetzt im Sommer? Das sind natürlich Sachen auch, über die mich keiner auf dem Laufenden hält. So, wir fahren den Imbach nach oben. Rabic hat vorne angegriffen. Das wollen wir natürlich sehen. Wow, diese Spannung. Konovalo war es versucht. Frau Hollenstein fährt hinterher. Aber das müsste Rabic eigentlich holen. Und dann sehen wir den Schlussanstieg, der sehr, sehr konstant nach oben geht. Da müssen wir echt aufpassen. Also da wird es auch Attacken wird's nicht geben. Naja, die Schnellkraftwerte. Das war echt. Da habe ich echt gedacht, ich habe mich verhört, was Tom Bartels da erzählt hat. Aber der Mann hat einfach Ahnung. Der Mann hat einfach echt Ahnung. Der kennt halt wirklich Fakten, 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 wo die meisten sagen, scheiß doch drauf. Also echt. So, es sind 43 Kilometer noch. Da sieht man, der Schlussanstieg ist wahrscheinlich über 20 Kilometer lang. Wir lassen Team Sky nochmal die ganze Arbeit machen. Allerdings hauen die da vorne jetzt schon so rein, dass auch unsere Fahrer schon leichte Probleme haben. So, jetzt nochmal ein bisschen ausruhen. Und dann kreiere ich langsam schon mal unseren Zug. Dann gleich nach der Abfahrt. Auch wenn der natürlich erstmal relativ langsam fahren wird. Wir werden Sky vorne nicht ablösen. Ja, natürlich kriegt er einen Zug. Es gibt auch einen neuen ICE. Bruck on der Glocknerstraße. Oder AD. Oh Gott, AD ist nicht gut. So, jetzt nochmal Päuschen machen und schauen. Wen brauchen wir denn im Anstieg eigentlich eher nicht? Ich denke mal, das ist Björn Walter. Wenn er fällt, dann knallt er. Wer wäre an zweiter Position? Lukas Kruse können wir direkt rauslassen. Oder wir nehmen halt jetzt zuerst Lukas Kruse. Ist auch eine Idee. Dann machen wir Walter hinten dran. Dann fahren wir jetzt den kompletten Zug. Schepers, Joa. Dann nehmen wir vielleicht erst nochmal Lars Ritter. Schepers hinten dran. Ja, Jonas Joel. Ja, dann kommt Jonas Joel. Dann Heiko Gabel. Und dann unser Capitano für den Tag, Daniel Munz. Ich glaube, dass es gibt keine Daten zur Geburtenrate seiner Frau. Es ist unglaublich. Ich bin ein wenig enttäuscht. Aber allein, wenn er schon Vincent de Combsevoix, vielleicht hat er auch schon eine neue und heißt jetzt Vincent de Combsevoix de Chiffrier. De Chiffrier ist auch ein schöner Name. So, was macht der Zug, Leute? Wieder ein paar Skoda-Luschen haben sich da reingemischt. So, da ist auch Lena mit dabei. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier nicht an Sky vorbeifahren. Ich will nur schon mal aus dem Gröbsten raus sein. Aber das sollten wir dann wahrscheinlich kurz vorher machen. Weil der achte Mann hier hinten hängt häufiger mal im Pulk fest, wie man gerade sieht, Gabel und Munz. Deswegen fahren wir doch schon mal ein Stück vor. Jetzt ist das Tempo eh gerade höher geworden.
Das wird jetzt spannend. Der Ötztaler Radmarathon geht durch Südtirol. Nee, wusste ich nicht. Aber ich glaube, den haben wir ja dieses Jahr mit Jan Ulrich gewonnen. Oder ja, letzte Saison quasi. So, Lukas Kruse fährt sich hier nochmal kaputt. Den brauchen wir, wie gesagt, im Berg an sich nicht. Klingt immer so böse. Ist aber so. Achso, ich muss vielleicht auch noch nachher mal Teamspeak drauf machen, damit er überhaupt dazukommen kann. Ja gut, aber komm, die Vaterschaft mit... Ja, siehst du, ich vergesse immer schon alle Namen. Wie heißt die Biathletin, mit der er zusammen ist? Miriam Gössner. Da würden meine Schnellkraftwerte aber täglich nach unten gehen, sage ich dir. So, wir sind wieder weggeblockt worden bestimmt. Ich wusste es. So, Lukas Kruse, vielleicht aber doch nicht ganz so schnell. Okay. Lukas Kruse, Feierabend. Dann übernimmt Björn weiter. Das sind 19 Kilometer Anstieg, wo wir natürlich unsere Kräfte auch gut einteilen müssen. Dann Munzen, Puls von 161. Heiko Gabel hat noch einen besseren Puls, aber den werden wir auf jeden Fall brauchen, um dann Tempo zu machen. Wir machen den jetzt in Echtzeit. Den Berg, da sehen wir noch, einige sind noch mit dabei, die freuen sich noch. Aber je länger der Berg wird, desto weniger werden sie sich freuen. Aber vielleicht werden wir uns auch bald nicht mehr freuen, wenn Attacken kommen. So, Bergwert von 72, Björn Walter. Da vorne die Ausreißer werden wir jetzt nach und nach einholen. Ambrosius hat so viel am Nektar genascht. Vorne geht jetzt natürlich Rabic, der beste Bergfahrer in der Ausreißergruppe. So, mal schauen. Patrick Konrad haben wir hier, Silvio Herklotz. Also Bora Argon hat auch einige gute Fahrer mit dabei. Weiß nicht, ob wir zu schnell fahren. Ich glaube, wir sind zu schnell unterwegs, oder? Ich gehe mal vom Tempo ein bisschen runter. Lukas Kruse ist auf jeden Fall raus. Der ist platt. Ja, Miriam Gössner. Ich glaube, das ist tatsächlich so. So, dieser Tempo mal ein bisschen runtergefahren. Der Berg ist noch lang. Wir halten es natürlich konstant hoch. Aber so Fahrer wie Patrick Konrad profitieren natürlich auch von unserer Tempoarbeit. Und Daniel Munz ist schon weniger als die Hälfte der gelbe Balken. So war eigentlich nicht, also der Plan war nicht so, aber ich denke mal, den anderen wird es nicht viel besser gehen. Jonas Joel, heute sieht man schon, heute nicht sein Tag. Wo ist eigentlich das Führungstrikot? Fällt mir jetzt erst auf. Wo ist denn das gelbe Trikot? Ist er da drunter, oder was? So, Dignan, das war auch einer der Top-Favoriten. Jetzt wird es langsam mal Zeit fürs Energiegel. Und im Endeffekt wird es nur noch Heiko Gabel und Daniel Munz geben. Vier Fahrer sind da immer noch vorne weg. Immer noch 11,8 Kilometer der Anstieg. Elisand haben wir hier, der wahrscheinlich der Top-Favorit ist. 39 Sekunden Rückstand. Beziehungsweise, ja, scheiße. Stimmt ja. Oh Gott. Wenn ich ihn jetzt rausnehme, rücken die anderen dann auf? Nee, die hängen sich dann da dran. Okay, so rum. Scheiße. Ja, bin noch nicht so richtig drin heute. Aber die Gruppe ist ja nicht mehr so groß. Da ist auch Lena noch dabei. Ansonsten Andreas Fleckenstein hätten wir noch von Team Skoda. Da fallen jetzt aber einige langsam raus. Mal schauen, ob Schepers da nochmal nach vorne kommt mit dem Wasser. Na komm schon. Wenn es das Letzte ist, was du tust, Kraft geht dann natürlich schneller flöten dadurch. Aber das schafft er. Mit letzter Kraft wirft sie jetzt rüber, direkt ins Rad.
Wie weit ist es noch? Immer noch 9,2 Kilometer und Daniel Munz ist schon fast fertig. Nicht wirklich gut. Heiko Gabel natürlich deutlich stärker. Wir nehmen nochmal ein bisschen Tempo raus. Bringt natürlich den anderen auch was. Dann haben wir hier Silvi Herklotz, Dignon. Den übernimmt jetzt Lars Ritter nochmal. Da sind wir definitiv zu schnell reingefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Energiebalken bei Daniel Munz so schnell weggeht. Heiko Gabel hat leider schon 2,58 Rückstand. Er ist natürlich heute eigentlich der Beste unserer Fahrer. Aber hat in der Gesamtwertung halt keine Chance. So, Walter und Schepers sind raus. Oh, jetzt sind aber nicht mehr viele hier dabei. Ist da gerade, reißt da gerade echt eine Lücke? Sind die fertig? Sag mal, seid ihr fertig oder was? Auch nicht schlecht. Wer ist jetzt hier noch dabei? Elisand ist noch dran. Mamikind versucht wieder hinzufahren. Zeudel kostet natürlich alles ein bisschen Kraft. 5,9 Kilometer. Und Heiko Gabel bleibt, denke ich mal, bis zum Schluss bei Daniel Munz. Lars Ritter fährt auch noch rum. Kann einfach mal bleiben, wo er kann. Mehr oder weniger. Alter Schwede, was ein Schlussanstieg. Mamikin, Elisand. Können wir kurz schauen. Zeudel ist jetzt fertig. Patrick Konrad noch dabei. Großschartner. Jetzt müssen wir das aber echt gut timen. Mit Heiko Gabel. Also wenn er kann, soll er die Etappe gewinnen. Aber wir fahren natürlich für Daniel Munz, der keine Zeit heute verlieren darf. So, vielleicht hauen die da ja jetzt so eine kleine Lücke rein, sodass die anderen nachfahren müssen. Aber Elisand fährt einfach außen rum. Oh je. Also Heiko Gabel könnte schneller. Und jetzt fährt Elisand weg, oder? Ja. Wir fahren trotzdem auf Gesamtwertung, so leid es mir tut. Ja, Elisand fährt uns leider weg. Aber Daniel Munz kann nicht schneller. Boah, hat er direkt mal 40, 44. Okay, das war es eigentlich. Aber dann setzen wir wenigstens auf den zweiten Platz. Oh je, das wird ganz, ganz hart für Daniel Munz. Elisand, okay. Mamikin wird jetzt auch noch vorbeigehen. Muss jetzt sein eigenes Tempo mal fahren. Heiko Gabel geht das nochmal mit, die Attacke. Ja, schade. So, komm Heiko, den holst du dir noch. Oh je, doch nicht. Also auch gleich platt. Egal, komm, zieh durch. Geh noch vorbei. Oh nein, er ist auch fertig. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Hätten wir früher mit Heiko Gabel reagieren müssen. Schade. So, jetzt die Frage. Wo kommt Daniel Munz? Hier kommt er, ist allerdings auch platt. Und verliert leider über eine Minute. Bedeutet Rundfahrtsieg leider nicht. Etappensieg haben wir auch verpasst. Ja, ich habe zu spät mit Heiko Gabel reagiert. Ich dachte, vielleicht der Gesamtsieg ist halt wichtiger als der Etappensieg. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. So, Jonas Joel kommt rein, Lars Ritter auf Platz 10. Schepers kommt auch noch in die Top 20 wahrscheinlich. Ein gutes Teamergebnis. Mal schauen, Team Skoda. Dauert wahrscheinlich noch, bis die kommen. Schauen wir mal, wo sie sind. So, da kommt Lena. Am Hinterrad Fleckenstein. 1, 2, 3, 4 Fleckenstein. Alles muss versteckt sein.
Ah, hi Frittenfriseur, auch häufig Radsportmanager. Könnt ihr auch mal reinschauen. Aber ich gucke wahrscheinlich eh mehr als bei mir, ich weiß es nicht. So, war ein enges Höschen. Definitiv. Aber Kenny Elizondo im 77er Bergwert war dann doch zu stark. Aber wie gesagt, ich habe zu spät reagiert. Wir hätten die Etappe mit Heiko Gabel heute definitiv gewinnen können. Habe ich mich ein bisschen verpokert. So ein bisschen der Bradley Wiggins-Chris Froome-Effekt. Wo Chris Froome sicherlich die Tour damals auch schon hätte gewinnen können. Wenn er gedurft hätte. Aber Heiko Gabel war halt in den Sturz involviert gestern. Deswegen ist er in der Gesamtwertung so weit zurück. Schauen uns jetzt mal die Gesamtwertung an. Heiko Gabel 2,23 hinten. Daniel Munz 1 Minute 7. Jonas Joel 2,59 hinten. Also wir haben einige heiße Eisen im Feuer. Und auf der nächsten Etappe würde ich sagen, machen wir es dann wieder tagesformabhängig. Aber das Nachwuchsfahrertrikot haben wir auf jeden Fall auf den Schultern. Frauen und Kinder zuerst. Ja. Wir sind ja hier politisch korrekte Gangster, deswegen Frauen und Kinder zuerst ist nicht. Wenn ein Schiff untergeht, muss man ja wirklich auch politisch korrekt sein. Jo, na klar, hab häufiger mal Radsport geschaut bei dir. Von daher passt es schon. So, das war also schon mal eine richtig coole Etappe. Ich mag ja so ewig lange Bergankünfte, die zelebriere ich auch immer in Echtzeit. Oh, 29 Zuschauer. Wahrscheinlich sind es bei euch wieder 24 oder 35. Bei mir steht 29. Oh, jetzt sind es 30. Freut mich, dass wir da so viele hergefunden haben, obwohl wir so lange ja nichts gemacht haben. Ja, Froome und Wiggins. Bradley Wiggins. Ich habe immer seine Koteletten gemocht. Die waren echt klasse. Sah mal aus, als wäre er in den 80ern hängen geblieben. So, die nächste Etappe wird nicht ganz groß anders. Da geht es den Dobratsch nach oben. Das klingt schon nach Sturz. Da hat es richtig Dobratsch gemacht. Patrick Konrad, der Favorite. Heiko Gabel auf Platz 6. Schepers, Joel, aber natürlich kein Daniel Munz, der mehr oder weniger ein bisschen zufällig in diese Rolle gerutscht ist. Durch den Sturz der anderen auf der Etappe vorher. So, da wir jetzt gerade im Menü sind, frage ich jetzt nochmal in die Runde, wer denn noch seine Daten wissen möchte. Ja, zwei. Ganz ehrlich, James Solek, den Gag habe ich mir eben gerade verkniffen. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich habe ihn mir verkniffen. Vasi ist ein Hasi. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich diesen Gag schon gehört habe, beziehungsweise das ist auch ein Kosename mal gewesen. Vasi-Hasi-LP. So habe ich am Anfang tatsächlich überlegt, ob ich es Vasi-Hasi nenne. Ich habe das, glaube ich, auch in den Videos zu The Walking Dead, was ja mein allererstes, keiner will die Daten wissen. Doch, Lukas Vogt wollte es sehen. Müsst mir nur euer Team nochmal sagen. Weil bei den anderen Teams weiß ich das gar nicht so genau. Lukas Vogt, müsst ihr mal schauen, wahrscheinlich Team Skoda oder sowas. Nein, okay, jetzt bleibt nur noch Team Paulaner. Hä? Nils Staub. Ja gut, das kriegen wir hin. Adrian Götz, Skoda. Da sind, ah ne, da schauen wir mal. Okay, wie gesagt, die Teams, das ist jetzt schon so lange her, dass ich es eingegeben habe. Da haben wir Adrian Götz, 72er Hügel, 71er Zeitfahren, Beschleunigung 72. Schauen wir mal, ob schon was erreicht wurde dieses Jahr. Bislang nicht. Okay, warte, jetzt komme ich gleich nicht mehr nach. Matthias Simon. Skoda. Da haben wir es, die Werte. Schauen wir mal, auch noch nicht wirklich viel erreicht. 71 Berg, 72 Zeitfahren. Jo, Max Power, da können wir gleich mal schauen. Bist du ja im Team Bianchi? Ja gut, Christian Gebhardt, das können wir alles dann später machen. Achso, und Lukas Vogt, na klar, oh Gott. Ich habe die Teams echt schon so ein bisschen so ein bisschen ausgeblendet. So, Lukas Vogt, Ebene 74, Ausreißer, stimmt, unser Ausreißer. Okay, sorry. Jetzt schon länger nicht mehr dabei gewesen, habe ich das Gefühl. In den einzelnen Rennen. So, wen haben wir sonst noch? Habe ich jetzt wahrscheinlich vergessen. Christian Gebhardt. Ich weiß gar nicht, soll ich das D hinten sprechen oder nicht?
Da müssen wir die Erfolge, also die Erfolgsliste einfach zu lang. Das ist nicht wie bei den Skoda-Fahrern, wo das alles so ein Blank Sheet ist, nein. Oh, Benny, ich töte dich für diesen Gag. Ich hasse diesen Witz. War's mir's oder war's mir's nicht? Und du weißt, dass ich ihn hasse. Ich finde den Radsportmanager dieses Jahr wiederum sehr gelungen. Einzige, was mich stört, sind die Zeitmessungen in den Flachetappen. Die finde ich äußerst suboptimal gelöst. Das hat mich schon ein paar Mal geärgert. Gerade bei Ulle gab es jetzt vor kurzem, es war auch bei unserem Abo-Team, glaube ich, eine Etappe, wo wir echt eine gute Taktik gefahren haben, an so einem kleinen Hügel das Feld gesprengt und dann sind die halt grüppchenweise reingefahren und es gab wirklich immer so 20 Sekunden Abstände und es wurde bis 3 Minuten rückwirkend als Hauptfeld gewertet. Ja, die Sturzhäufigkeit kann man ja einstellen. Ich hab's ja schon runtergestellt auf 0,8. Oh, Ambrosius schon wieder dabei. Mal schauen, ob er wieder in die Ausreißergruppe geht. So, was macht die Tagesform, Jungs? Ach, Bergankünfte sind super, ich liebe das. Aber wir werden heute im Stream auf jeden Fall Kopfsteinpflaster noch haben, Hügel, Sprintankünfte und dann hoffentlich auch mit Paulana und BASF mit dabei. Tagesform plus 2 bei Heiko Gabel, Daniel Munz die plus 2, Lukas Kruse wieder. Ich hoffe mal, dass er nachher auch so eine Tagesform hat. So, Rittersport. So, da bieten sich natürlich wieder die üblichen Verdächtigen an. Führungstrikot gibt es hier ja anscheinend keins. Das Spiel spinnt. It's Spiders. The game is spidering around. Benny hat sein Bösewichtlachen ausgepackt. Okay, bei Benny stelle ich mir gerade vor, wie heißt er? Nicht Captain Chaos, sondern Professor Chaos. Benny ist Professor Chaos, sein alter Ego. Sehr schön. Gabel gewinnt das Ding heute, natürlich. Ah ja, klar, es kommen viele Flachetappen, gerade in China. Müssen wir mal schauen. Wir können ja dann gleich mal die Teamzusammenstellung für die Tour of Qinghai Lake. Jan Ulrich ist mein Lieblingsfahrer. Definitiv. Of all time. Da kommt auch keiner ran. Auch Linus Gerdemann nicht. Was er wohl macht, Linus Gerdemann. Gott hab ihn selig. Heute ist ja auch Bullshit-Leittag. Wer es beim Postillon noch nicht gelesen hat. Also, vor 500 Jahren hat Luther Bullshit-Leit an die Tür genagelt. Damit die Leute an weniger Bullshit glauben müssen. So, wird ja sowieso erstmal flach sein. Können mal schauen, was ihm Skoda denn so in der Gesamtwertung macht. Haben wir eben gar nicht geschaut. Müssen wahrscheinlich weit, weit, weit zurückgehen. Weit, weit, weit zurück. Da ist Lena auf Platz 27. Andreas Fleckenstein, alles muss versteckt sein, auf Platz 29. Philipp Anna auf Platz 49. Wie schaut es in der Teamwertung aus? Da ist Team Skoda auf Platz 9. Da ist natürlich Bianchi ganz weit vorne. Die Österreich-Rundfahrt natürlich hier mit so einem abgeschlafften AfD-Symbol. Finde ich sehr gelungen. In Österreich sind sie ja noch stärker. Ja, ich glaube, in China dürfen Boy van Poppel und Danny van Poppel nicht starten. Die poppeln da alles weg. Boy van Poppel ist immer noch ein Traum. So, die Punktewertung. Natürlich können wir auch nochmal schauen, was in der Bergwertung denn noch so geht. Nix. Thema beendet. Ja, im Qinghai Lake, da wird es wahrscheinlich nur... Ach, Linus Gerdemann hat die Karriere beendet. Ich dachte, er wäre immer noch bei der Tour de France 2011 unterwegs am letzten Berg. Er kämpft noch. Er kämpft immer noch mit der Karenzzeit. Es hat ihm keiner gesagt, dass das Ding schon seit 6 Jahren abgesagt ist. Oh ja, das Stream vergesse ich immer die Wasserflaschen. Da höre ich immer euch Flaschen zu und dann vergesse ich die Wasserflaschen. Jetzt habe ich aber keinen adäquaten. Komm, Rittersport holt uns mal Wasser. Ah ja,
Durchfall ist auch eine feine Sache. Muss man mal gehabt haben. Muss man erlebt haben. So, jetzt geht's nach Klagenfurt. Da verbietet sich jeder Witz. Auch wenn ich gerade überlegt habe, ob ich einen mache oder nicht. So, da sehen wir wunderschönes Klagenfurt. Sehr schöner Stil. Und da bin ich mal gespannt. Der Berg sieht nicht so steil aus. Da gibt es immer mal flachere Passagen. Vor allem wird er nicht so lang sein. Dann können wir unser Tempo wahrscheinlich doch ein bisschen besser fahren. Assa. Das ist wie Irk früher. Bei Dirk Nowitzki immer das D weggelassen, weil er keine Defense hatte. Deswegen jetzt das W weggelassen, weil ich kein Wasser habe. Ich kann mich auch Asi-LP nennen. Ist auch schön. Dann kann ich endlich so richtig geil kommentieren, weißt du, Digga? Willkommen bei Asi-LP. Was geht, Digga? Was ist los, Digga? Bitte nicht das Wort Datenbank schreiben. Ja. Ich schau wirklich mal nach dem Stream, dass ich es einfach mal hochlade. Dann müsst ihr schauen, was ihr damit machen könnt. Thema beendet. Ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich das so lange schon nicht gemacht habe. Zweite Etappe ohne den Henninger Turm. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann nicht sein. Irgendwo muss er hier. In Österreich muss es auch einen Henninger Turm geben. So, wir konzentrieren uns mal ein bisschen und holen vor allem, bevor es in den Berg reingeht, nochmal Wasser. Bevor wir dann wieder unseren Zug fahren, der eigentlich schon gut funktioniert. Oh, ich habe mir hier noch einen frischen Kaffee gemacht vor dem Stream. Na super, der ist jetzt schon nur noch lauwarm. Oben auf dem Berg. Damit die Besoffenen oben aus der Brauerei runtertorkeln. So, ditlödö. Same procedure as yesterday. Nur diesmal, glaube ich, in einer anderen Reihenfolge. Diesmal fahren wir auch vor Heiko Gabel. Wir fahren auf Etappensieg. Daniel Munz muss schauen, wie er dann eben sein Trikot verteidigt. Ja, Jonas Joel. Ne, dann kommt erst Laurel Schepers. Ne, erst Jonas Joel, dann Schepers. Dann Munz, dann Gabel. Dann sammeln wir mal alle ein. Und dann geht es auch gleich schon in den Berg rein. Der allerdings wieder ähnlich lang ist wie gestern. So, na, sagen wir mal 15, 16 Kilometer. Ich bin echte Frankfurter. Ich wohne zwar jetzt in München, aber ich bin in echte Frankfurter, in Hesse. Also Henninger Turm war quasi mein Heimrennen, mehr oder weniger. Habe ich als Kind auch mal gesehen, aber ist jetzt nicht so, dass ich so heimatverbunden immer bin. Also bin ja auch Schalke-Fan. Also bin ja kein Eintracht-Frankfurt-Fan. Gott sei Dank. Oder Bullshit-Light sei Dank. So, wir hauen direkt mal Tempo rein. Seit heute alles für die Gesamtwertung. Alles für den Etappensieg, alles für alles. Da sammelt sich jetzt Katjuscha an der Seite, das Team Kicker. Kicker Sportmagazin. War allerdings nur von kurzer Dauer. Jetzt geht es hier doch sehr, sehr steil unten rein. Wahrscheinlich, ja, so eine kurze schwarze Passage sogar. Passage. Genau, ich bin ein Mix aus Frankfurter und Weißwurst, wobei ich Weißwurst echt nicht mag. Vor allem mag ich nicht, wenn die Leute sagen, lass uns mal Weißwurst zuzeln. Ich mag das Wort zuzeln nicht. Wer auch immer das Wort zuzeln erfunden hat, gehört erschossen. Wieso fahren die denn schneller als wir? Lukas, was ist los? Ich muss gestehen, ich habe mich nochmal so ein kleines bisschen schlau gemacht über die Bahnrad-EM, aber so viel weiß ich gar nicht drüber. So, Katjuscha fährt den eigenen Mann kaputt. Finde ich sehr, sehr löblich, vor allem, weil es ja noch 13 Kilometer bis oben hin sind. Würde das Tempo jetzt erstmal nicht erhöhen wollen. Geh weg, FDJ-Fahrer, du bringst uns Unglück. So, ist Heiko Gabel irgendwo im Pulk? Ja. Jungs, was war denn das jetzt für eine Tempoverschärfung von euch, ihr Eumel? Soll ich dem Lukas Kruse gleich raus? Wenn er noch kann, aber wir haben, glaube ich, heute genügend Fahrer, die auch ihre komplette Energie mal raushauen können.
Ja, heute ist ein bisschen schwieriger an der Spitze, aber schöne Aussicht hier. Gerade mal schauen, einfach mal hier genießen, ne? Einfach mal, im Stream sieht es bestimmt besonders schön aus, ein bisschen Pixelsuppe. Obwohl das jetzt mit der neuen Internetleitung ja eigentlich nicht mehr so ist. Wenn ich mir den Stream da so anschaue, sieht das sogar sehr akkurat aus. Ja, sieht gut aus. AFDJ-Fahrer. Alter, was ist... Jetzt habe ich in den Stream geschaut und dann war wieder die Boost-Spur da. So, 9 Kilometer noch und jetzt geht es wirklich konstant sehr, sehr steil. Da ist wieder Frau Hollenstein. Ne, ich habe auch schon Eintracht-Trikots. Also ich habe als Kind immer mal Eintracht-Trikots bekommen. Ich war auch, glaube ich, zuallererst... War ich zuerst Pauli-Fan? Das müsste ich meinen Vater wahrscheinlich fragen. War ich zuerst Pauli-Fan oder Bochum-Fan? Bin mir gar nicht sicher. Also als ganz kleiner. Ich glaube erst Pauli, dann Bochum und dann Schalke. Kein Mensch weiß warum. So, jetzt ist Frau Hollenstein auch fertig. Schiepers ist heute ganz fit. Also die Position tauschen geht nicht. So, dann nehmen wir mal Ritter. Der nochmal so einen kleinen Zwischensprint macht. Ist nicht mehr so weit bis oben hin. 6,6 Kilometer. Heiko Gabel sieht noch okay aus. Aber auch nicht überragend gut. So, jetzt übernimmt Ritter hier mal. So, wie weit ist es noch? 5,5 Kilometer. What? Okay. Hallo? Okay. Ich muss mal ganz kurz konzentrieren. Heiko Gabel, da sieht Schepers ja eigentlich sogar fast besser aus. Da treten jetzt aber auch schon einige schwer. Ist nicht mehr so weit bis oben hin. Jetzt haben wir auch den letzten aus der Ausreißergruppe eingeholt. Jetzt wird es sogar nochmal etwas flacher hier oben. Boah, jetzt kommen die Attacken. Dann würde ich mich aber jetzt nicht mit dranhängen wollen. Wir fahren da konstant hinterher. Da ist auch Elisande wieder mit dabei. Patrick Konrad kommt. Es sind noch 2 Kilometer bis oben hin. Wir können gar nicht reagieren. Ich gebe jetzt mal Schokoriegel. Komm, halt. Nein, 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 Heiko Gabel. Ah, jetzt hat er da eine Lücke reißen lassen, die er erst wieder zufahren muss. Ja, okay, da haben wir leider wieder verloren heute. Und Heiko Gabel wird er jetzt auch im Hinterrad von Schepers noch platt gehen. Oder Schepers gewinnt das Ding noch. Elisande, geh weg. Na komm schon. Komm schon, Schepers, zieh. Yes. Das wird noch der Sieg für Laurel Schepers. Und Heiko Gabel hauen wir auch nochmal rein. Kommt damit Elisande rein. Also, Laurel Schepers gewinnt. Gabel wird Dritter, in der Gesamtwertung wird es nicht reichen, weil Elisande zeitgleich reinkommt. Jonas Joel, Daniel Munz kommen hier noch rein. Der einfach auch nochmal alles gibt, was geht. Ne, ich finde diesen Zug, finde ich eigentlich gut. Tag an Diego Pellegrini. Ich finde diesen Zug gut, weil es kommt natürlich immer drauf an. Sagen wir mal, wir wären jetzt nur mit Laurel Schepers unterwegs gewesen. Dann hätte ich natürlich, wäre ich in der Gruppe mitgefahren und wäre Attacken mitgegangen. Ich finde nicht, dass das eine das andere ausschließt. Nee, das hat gar nichts mit ängstlich zu tun. Ich finde, es ist dumm, also ich finde wirklich, es ist dumm, zu attackieren, wenn du 4 Helfer dabei hast. Du attackierst doch nicht, um deine eigenen Helfer kaputt zu fahren. Also... Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen dem geschuldet, dass Team Bianchi so breit und gut aufgestellt ist. Aber
wenn ich jetzt ein Team hätte, was am Berg wirklich nur zwei gute Bergfahrer hätte, dann hätte ich einen als Beschützer und würde dann Attacken der Konkurrenz mitgehen. Das wäre dann die andere Variante. Also muss da schon taktisch auch das Beste rausholen. Ja, Team Skoda macht sowas, deswegen läuft es ja auch so gut. Nur es hätte jetzt keinen Sinn gemacht zu attackieren. Wir haben die Etappe ja schließlich gewonnen. Ja, also man kann sicherlich die Reihenfolge des Zuges nochmal ein bisschen verändern, dass man den Spitzenfahrer vielleicht nicht wirklich komplett ans Ende macht, sondern nach und nach den Zug immer mal so ein bisschen verändert. Jetzt habe ich einfach auf Weiter gedrückt, müssen wir uns die Gesamtwertung gleich nochmal anschauen. Ja, dass der Kapitän hinten ab und zu mal abreißen lassen muss, ist doof, das stimmt. Das wäre aber so die einzige Änderung. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, ist die Taktik so, wenn man viele Fahrer dabei hat, zu attackieren. Also Lance Armstrong hat ja auch nicht attackiert, wenn Roberto Eras und Eras und noch andere Jungs dabei waren. So, Gesamtwertung. Daniel Munz auf Platz 3, Heiko Gabel auf 4, Jonas Joel auf 6, Larol Schepers auf Platz 9. Etappensieger natürlich, wollen wir nicht vergessen. Da haben wir auch einige Fahrer, 4 Fahrer in die Top 10 reingebracht. Lars Ritter noch auf Platz 13 reingefahren. Das war doch schon mal ziemlich gut. In der Sprintwertung sind wir jetzt punktgleich mit Muttersöhnchen, Mami-Kind. Kenny Elizonde hat die Bergwertung übernommen, Heiko Gabel da auf Platz 2. Mami-Kind leider auch in der unter 25-Wertung. Vorne und gerade hat der Lukas auch geschrieben, muss gerade gleich mal schauen. Teamwertung sind wir natürlich weit vorne, Team Skoda 13 Minuten Rückstand. Ist ja lächerlich. So, Laurel Schepers. Genau. Etappensieger. Jetzt schauen wir uns nochmal die letzten beiden Etappen der Österreich-Rundfahrt an. Ja, ich glaube auch, dass es zu viele Fahrer sind im Sprint, nennen wir es Sprintzug. Obwohl es ja auch am Berg so ist, da stimme ich euch zu. Weil zwei, drei Fahrer haben wir sowieso immer quasi übersprungen, weil die eh platt waren. Das macht also keinen Sinn mehr oder weniger. Das stimmt. Aber wie gesagt, es wird auch Bergankünfte geben, wo wir Attacken mitgehen. Wir haben es ja beim letzten Mal quasi auch schon gemacht, als wir mit Heiko Gabel die letzte Attacke mitgegangen sind. Ich würde auch sagen, Frage natürlich wieder an den Chat, aber ich würde auch sagen, wir können die letzten beiden Etappen simulieren. Es sind Flachetappen und wir haben keinen Sprinter dabei. Ah nee, okay, die 8. Etappe sollten wir nochmal fahren. Da gibt es nochmal einen Hügel zum Schluss. Aber die 7. Etappe können wir simulieren, oder? Ich schaue in den Chat und trinke Kaffee, lauwarmen Kaffee. Und schau mal aufs Handy, was der Lukas geschrieben hat. Wenn du willst, komme ich schon in einer Stunde dazu. Joach, können wir machen, oder? Dann tappe ich mal ganz kurz raus. Nee, warte, ich mach's anders. Er soll schreiben, wenn er da ist. So, mach's gut, Lukas. Ich habe gerade gewunken. Keine Ahnung, ob das jemand gesehen hat. Wahrscheinlich nicht. Jo, fort damit. Die 8. kannst du gewinnen. Ja, gleich mal Druck aufbauen. So, ich schreibe gerade nochmal schnell im Lukas. Wir können aber auch gerade in der Zeit schon mal weiter simulieren. So, wie ist es gelaufen? Da sind sogar ein paar Team Skoda-Fahrer vorne dabei. Yannick Nowak. So, hab Albtraum Lukas mal zurückgeschrieben. So, Radsportmanager 2017, Team Bianchi, Folge 19, Finale, steht da Österreich? Nee, Österreich. Österreich, Rundfahrt und vieles mehr. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Was? Schöne Understandpa. Ah, da ist auch Lukas. Moin Mädels. Lena ist doch gar nicht hier. Also, ich weiß nicht, wo sie gerade ist, muss ich gestehen. Schönes der Pump. Ich hatte sie aber gesagt, wir hatten, glaube ich, wann haben wir gequatscht? Vor 2-3 Tagen. Nicht allzu lang her. Ich glaube, am Freitag war es.
Ja, dann ist doch schon ein paar mehr als 2-3 Tage. So, kommen wir zurück zum Spiel. Yannick Nowak auf Platz 8 reingefahren. Dann Michael, achso, Michael, wollte ich gerade sagen, wer ist Michael Gollas? Hier ist auch Lena. Lena doch dabei, allerdings 6 Minuten Rückstand. Wenn jetzt Andreas Umhaller die Rundfahrt gewonnen hätte, dann hätte ich aber im Strahl gekotzt. Jasser Hübner auf Platz 15. Jo, mal schauen, ob unsere Fahrer irgendwie gestürzt sind oder sonst irgendwas. Hermann Dahl ist aufs Fressbrett geflogen. Bob Jungels ist hier auch nicht dabei. Mein NBA-Let's Play ist super. Dankeschön dafür. Ich bin wirklich besser geworden. Oh, Quebec, Quebec. Gehen wir mal drüber hinweg. Servus, Steven Schülke. Ja, der Radsport-Experte. So möchte er genannt werden. Privat auch. Ich muss ihn immer mit Radsportgott ansprechen. Nicht Lukas oder sonst irgendwas, sondern immer Radsportgott. Hallo, Radsportgott. Ansonsten redet er gar nicht mit mir. Ist ganz schlimm. Privat generell. Wenn nicht andere Leute dabei sind, ungenießbar der Mann. Unglaublich. So, von Bad Tatzmannsdorf klingt irgendwie auch als, nein, ich sag's nicht, nach Wien-Kahlenberg. Ja, stimmt, du hast ja die eine Etappe aus der Ausreißergruppe gewonnen, wo, ich glaube, James Solier noch mit dabei war. Da habe ich mich ein bisschen vertaktiert. So, Ergebnisse bei der Tour de France. Nairo Quintana weiterhin vorne, vor Chris Froome und Romain Bardet. Etappensieg für Warren Barguil, der sich wahrscheinlich das Bergtrikot gesichert hat. Und dann hauen wir mal rein, oder? Nur Spaß. Wenn einer den Humor versteht, dann du, oder? Lieber Radsportgott. So, weiter geht's bei der AfD-Tour, wo AfD-Jö. Juan keine Wörter mehr. Ne, mei, so Wahnsinn. Ich bin's der Wahnsinn. Patrick Konrad ist Favorit. Hier zählt jetzt halt der Hügel und der Beschleunigungswert. Ich glaube nicht, dass wir da ganz tiptop dabei sind. Ausreißergruppe können wir uns, glaube ich, auch sparen. Wobei, es wäre mal eine Variante, so die 8. Etappe bei einer großen, ja, bei einer, sagen wir mal, mittelgroßen Rundfahrt. Da kann ja durchaus mal was durchgehen, so Richtung Björn Walter vielleicht, können wir mal schauen. Der ist in der Gesamtwertung relativ weit zurück. Und den bräuchten wir für den Schlusszug ohnehin nicht. So, schönes Wetter. Willkommen in Österreich. So, mein Laptop ist noch nicht einmal zusammengebrochen, der Stream. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es nicht. Kein Bullshit-Bingo in dem Fall. Aber Henninger Turm habe ich keinen mehr gesehen. Alle abgerissen worden. Oh, ich habe das Bernsteinzimmer gefunden. 10 Kilometer sind es noch. Gibt es jetzt alles mit GPS. Lars Ritter heute mit der Plus 3. Ist er am Hügel gut? Nein, natürlich nicht. Wen hätten wir denn sonst noch, der Hügel und Beschleunigung ganz gut kann? Daniel Munz. Na, Lars Ritter ist in der Beschleunigung auch nicht ganz schlecht. Boah, wird wieder schwierig. Wird wieder schwierig werden. Schickt mich in die Ausreißergruppe. Aber als 9. der Gesamtwertung wird das nichts. Und mit der Minus-1-Tagesform auch nicht. Ich glaube, Björn Walter hat sich's einfach mal verdient. Ist jetzt auch nicht der beste Hügelfahrer, aber er darf jetzt trotzdem mal raus. Ansonsten sind, glaube ich, alle auch zu gut platziert. Lukas Kruse hat hier konstant miserable Tagesformen. Da Jasse Hübner hat sich mal kurz aufgerichtet und schon wird's windstill. College? Auch nicht schlecht. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Wahnsinn. Das war mein Gedicht für diesen Tag. Schickt zwei Leute. Ja, aber die sind ja in der Gesamtwertung alle zu gut.
Aber 6 Minuten 15, jetzt ist er schon 1 Minute 40 weg. Vor allem, es fährt gar keiner mit. Wie geil ist das denn? Leute! Gut, dann machen wir vielleicht doch noch eine Attacke. Ja, Daniel Munz ist zu gut. Heiko Gabel ist zu gut platziert. Jonas Joel ist 6. Schepers ist 9. Ritter mit der Plus 3 in die Ausreißergruppe. Du hast die letzten zwei Etappen nicht gesehen, oder, Lukas? Du warst immer quasi das Bauernopfer ganz vorne am Bianchi-Zug. Sollen wir Lars Ritter wegschicken? Oder nicht? Lukas Kruse. Oh, ist auch nicht schlecht am Hügel. Okay, komm. Dann hauen wir Lukas nochmal vorne rein. Dann kann er mal zeigen, was er kann. Da kommt ja mit der 70 hier kaum aus dem Feld raus. Attacke! So, Björn Walter soll mal warten und ich hoffe, da kommen noch ein paar andere mit. Das Dumb Snyder kommt mit. Da müssen wir hinten allerdings schauen, dass wir das ein bisschen anders machen. Der mit der schlechten Tagesform kümmert sich um den mit der guten Tagesform. Hä? Ach, Dumb Snyder kommt noch. Und da kommt noch einer Fahrer sein. Auch kein ganz schlechter. Und toll, jetzt sind alle platt. Das wird eine super Ausreißergruppe. Ein gefallener Gott, ganz genau. Direkt in die Hölle runter. Kann er mit hartes Karten spielen. Das ist ein hartes Brot. So, noch 500 Meter bis zum Bernsteinzimmer. Und dann können wir hier jetzt langsam auch mal gemeinsam ein bisschen Tempo machen. Das würde ich jetzt auch anders einstellen können. Egal. It's Sausage. Lukas Kruse gewinnt die Bergwertung. Er cruist hier quasi einfach drüber. Hat er bestimmt noch nie gehört, den Gag. So, das Hauptfeld. Die fahren alle in einer Reihe. Deswegen fährt auch Luke Rowe vorne weg. Vorne müsste alles dann jetzt sich bald mal einspielen. Fahrer sein wird in der Abfahrt bestimmt rankommen. Da wollte schon immer mal ein Fahrer sein. Deswegen haben die Eltern dann gesagt, okay, komm, wir ändern unseren Nachnamen. So, die Gruppe steht. Wir fahren immer ein bisschen zu schnell, habe ich das Gefühl. Wir können ja dann vielleicht auch einen Fahrer wieder opfern. Ja. Haben sie einen Götterkomplex? Nein. Ich bin Gott. So, das Hauptfeld ist ein bisschen schneller jetzt gefahren. Weiß nicht, woran das liegt. Okay. Jetzt haben wir hier einen kleinen Zwischensprint hingelegt. Und können es, denke ich, mal ein bisschen schneller stellen. So ein 60er-Wert können wir schon fahren in der Ausreißergruppe. Ob die anderen da jetzt mitmachen oder nicht. Ich denke schon, dass das eigentlich passen sollte. Ich habe mir mal die Ergebnisse beim Bahnradsport angeschaut, bei der Bahnrad-EM, aber ich muss gestehen, geschaut habe ich eigentlich gar nichts davon. Also, Christine, also ich will jetzt nicht vorwegnehmen oder sonst irgendwas, aber so ein paar Fahrer sagen einem halt noch was von Olympia, sowas wie Christina Vogel. Aber so richtig viel mitbekommen habe ich nicht. So, oh nein, Bialo Blocki, der Mann, der Minecraft erfunden hat. Die polnische Version davon. Bialo Blocki. Let's play Bialo Blocki. So ist Kronk groß geworden. So, Wasser dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt mal der cruisende Lukas. Hinten sind alle in den Top 10. Komm, holen wir mal, lassen wir mal Laurel Schepers schnell das Wasser holen. Der Etappensieger von gestern. 2 Minuten 30. Die lassen die Gruppe hier nicht so richtig weit wegkommen. Keine Ahnung. Den Gag verstehe sogar ich nicht. Gedopten Russen gewinnen alles. Die werden auch Weltmeister werden. 2018. Der alte Walter. Walter! Wenn er fällt, dann knallt er.
Das war jetzt ein bisschen wie im Radio, wo der Slogan danach kam. Die Russen gewinnen alles. Die Russen gewinnen alles. Nur die ungedopten Deutschen schlagen sie halt. Das ist das Gute daran. Entschuldigung, jetzt wieder Polemik wird wieder ausgepackt. So, 3 Minuten Vorsprung, 2 Sprintwertungen kommen. Da setzen wir jetzt natürlich unsere komplette Konzentration rein. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Ich denke, die Österreich-Rundfahrt ist durch. Wir können aber hier mal ein bisschen mithelfen. Vorne. Aber eine Vierergruppe ist halt so viel. Wenn man dann 2 Fahrer hat, hat man eh fast verloren. Aber über das Thema Doping hatten wir ja schon. Ja, ich bin Rassist. Ich rase immer sehr viel und schnell. Deswegen bin ich Rassist. Was glaubt ihr denn? Bin ich Rassist oder nicht? Ich würde es jetzt einfach mal verneinen, aber vielleicht hat man ja einfach eine falsche Selbsteinschätzung. So, Schäfers holt nochmal ein Wasser. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich einer bin. Ich bin Russist. Nein, war nur Spaß. Ich bin ja normalerweise niemand, der sich über Rechtschreibfehler von anderen da das irgendwie verbessert oder sonst irgendwas. Aber in dem Fall hat es jetzt für meinen Gag halt gereicht, weil Rassist bin ich keiner. Würde ich jetzt mal so, ich glaube, so viel gesunden Menschenverstand habe ich, dass ich das verneine. Quasi grenzt Gras aus. Nein, Quatsch. Ich verteidige die Russen ja sogar beim Doping. Also was heißt verteidigen? Ich verteidige nicht, dass sie dopen, sondern ich verteidige, dass die anderen es wahrscheinlich genauso machen. Aber vielleicht ein bisschen cleverer. So, 2 Minuten 46. Hinten sollten wir wahrscheinlich die Werte mal etwas höher stellen. Auch ein Satz aus dem Bullshit-Bingo. Göttelsbrunn. Ach, guck mal hier. Direkt die Heimat von Lukas. In Göttelsbrunn. Da kann man schauen, da winkt er bestimmt gleich. Wenn jetzt noch Ambrosius dabei wäre, der Nektar der Götter, das wäre noch ein Traum. Yes, Ricardo Zeudel ist gestürzt. Da schaue, da halte ich gerne nochmal drauf. Der Mann, der sich immer ins Let's Play drängt. Leider auch ein paar Skoda, zum Glück auch ein paar Skoda-Fahrer. Nein, leider natürlich Andreas Fleckenstein. Was für eine Maus hast du? Privat jetzt oder eine Rocket Kiro? Keine Ahnung, wie teuer die war. Aber ich habe mir einen neuen Fernseher jetzt geholt. Einen Samsung UHD 65 Zoll. Das wird auf jeden Fall cool. Aber auf dem werde ich keine Let's Plays aufnehmen. Der kommt ins Wohnzimmer. Dann kann ich mir Bundesliga größer anschauen als in der Realität. Wie bei Futurama, glaube ich. Wer war das? Wie heißt die? Lila? Wo sie kommt und sagt, Jungs, ihr müsst doch mal wieder an die frische Luft, mal wieder die Realität sehen. Aber dann sagen die, mein Fernseher hat eine viel höhere Auflösung als die Realität. Das ist Reality. Eine Gaming-Maus. Ja, ja, genau. Deswegen schieße ich auch bei Evil Within so gut. Immer Headshot sofort. Das ist echt schon blamabel für das Spiel, wie gut ich bin. So, die gestürzte Gruppe auf der A1 unterwegs. Das unten sind immer die Autobahnnamen, die da drunter stehen. Deswegen mache ich keine angezockten Videos und erkläre Spiele. Jetzt schauen alle schnell aufgeregt die Ergebnislisten der Bahnrad-EM durch. Was ist Bahnradfahren? Da kommt eine Attacke. Ja, der Ausreißversuch ist eh für ein Poppes. Wir versuchen hier nochmal zusammenzuhalten. Ein bisschen abzulösen. Hinten, wie viel sind es noch? 28 Kilometer. Ich glaube, Schepers lassen wir heute einfach mal, obwohl der ein guter Hügelfahrer ist. Dann lassen wir Jonas Joel mal raus. Aber dann können wir vielleicht wirklich auch mal eine Attacke lancieren. Beziehungsweise versuchen mit Lars Ritter da irgendwo mitzugehen. So, ich glaube, das ist
vorne ein bisschen zu hoch eingestellt. Und hinten holen wir nochmal schnell ein Wasser. Das kann Jonas Joel gerade nochmal machen, wenn er es noch hinbekommt. So, ich bin mit der Österreich-Rundfahrt eigentlich zufrieden. Etappensieg haben wir geholt. Wir waren in der Gesamtwertung im Führungstrikot, auch wenn es das nicht gab. Aber ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und wenn es den Sturz nicht gegeben hätte mit Heiko Gabel, hätten wir die Rundfahrt wahrscheinlich sogar gewonnen. So, noch 17 Kilometer, 42 Sekunden. Wir machen keine Nachführarbeit, aber wir fahren unsere Fahrer schon mal ein bisschen aus dem Wind. Aber das wird nichts werden vorne. Also, hat ja eh beide. Da kommt Jan Bater. Nee, da kommen wir gar nicht in den Anstieg rein. Kommt Jungs, gibt nochmal alles. 16 Sekunden sind es noch. Aber das wird nichts. Feierabend. Kommen jetzt auch nicht mehr in den Zug mit rein. Wir haben es versucht. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir nicht den Anschluss verlieren, Laurel Schepers. Man sollte auf jeden Fall von vorne in den Berg reinfahren. Jetzt geht es ja echt so Positionskämpfe und hinter Heiko Gabel fehlt natürlich ausgerechnet Lars Ritter. Der jetzt erst wieder hinfahren muss. Nicht, ja doch, in der Ebene ist er eigentlich auch ganz passabel. Ich bremse mal ganz kurz, damit Lars Ritter den Anschluss findet. Okay, ja, jetzt aber richtig reinknödeln hier. Jonas Joel darf auch so schnell fahren, wie er will. Jetzt, Leute. Wie weit ist es noch? Noch 2,4 Kilometer bis oben hin. Daniel Munz allerdings auch gleich platt. Das ist jetzt mal ein bisschen langsamer bei Heiko Gabel. Beziehungsweise es wird eben ein bisschen flacher. Dann kann er doch wieder etwas schneller. No! Ist doch nicht wahr! Oh nein! Ist doch nicht wahr! Wir hätten die Etappe gewonnen! Alter Schwede! Ist doch nicht euer Ernst! Als ich rausgehen wollte zum Sprinten, fliegt er auf die Fresse! Mann, Mann, Mann! Leute, 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 was ist denn hier los? Alter Schwede, was macht der denn da? Was ist denn hier los? Der Halloween-Stream. Leute. Das kostet uns die Gesamtwertung. Obwohl, da waren die Abstände so groß. Das denn? Horrorspiel. Unfassbar. Ja, stimmt, das war der Dobratschberg. Mann, Mann, Mann. Gerade als wir rausgehen wollten mit Ritter. Und wir hatten noch richtig Energie, der wäre da richtig gut hingesprintet. Wie bitter ist das denn? Ich
bin mal gespannt, wie die Gesamtwertung aussieht. Oh, Daniel Munz Dritter, aber Heiko Gabel ist dann nur Fünfter. Jonas Joel auf 6. Gut, hat jetzt nicht so viel gekostet. Aber trotzdem war das jetzt nicht so optimal. Naja, wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir das Ding vielleicht sogar gewonnen. Also zumindest die Etappe. Und simulieren ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und solche Ankünfte machen ja Spaß. Ist vor allem auch mal was anderes als dann Bergankünfte oder flache Ankünfte, die jetzt en masse kommen werden. Also unsere Sprinter sind jetzt gleich wieder gefragt. Das war der Kahlenberg. Das war auf jeden Fall ein Kahlschlag. Dann hinten raus. So, der Minsk Cup. Grote Preis Dotson Niklas. In der Gesamtwertung der Tour de France ist jetzt sogar Bauke Mollema an Chris Froome vorbei. Staub nähert sich dem Ziel. Stimmt, müssen wir mal schauen. Wir können uns gerade erstmal die Wertung anschauen, dann schauen wir mal bei Nils Staub, beziehungsweise machen wir zuerst. Der Letzte, der sich ins Abo-Team damals reingebracht hat. 26 Renntage, mal schauen, wer hat die wenigsten. Christian Reuter, der aber lange verletzt war. Lukas Vogt hat auch wenig Renntage, aber wird jetzt demnächst auch wieder, würde ich sagen, bei der Tour of Green High Lake auf jeden Fall mal mit dabei sein. So, und dann schauen wir uns mal die Wertungen an. Können wir schauen, ob ja vielleicht auch Paulaner und BASF parallel was gemacht haben. Continental natürlich dreimal Bianchi, kein Thema. Christian Gepard auf Platz 1, Jonas Edward Gerke, Team Edward auf Platz 2. Heiko Gabel Dritter hat sich jetzt wieder ein bisschen verbessert. Laurel Schepers auf Platz 6 vorgekommen. Jonas Joel 15. Tim Fandelroy leider ein bisschen zurückgefallen. Hier Alexander Krieger. Ich gucke ja momentan Archer. Da gibt es auch Dr. Krieger. So, jo, bis später, James. Wie gesagt, wir machen bis 20 Uhr. Um 20 Uhr machen wir aber auch wirklich Feierabend. Weil ich dann zur Champions League heute Abend wahrscheinlich auch Besuch bekomme. Ist noch nicht ganz sicher. Deswegen habe ich mein Handy hier liegen und schaue da, und ob bei WhatsApp mal eine Meldung kommt. Lars Ritter 27. Johannes Thier 29. Tom Müller 31. Jan Gravitz auf Platz 34 und ich glaube, wir müssen lange warten, bis da andere Fahrer aus anderen Teams kommen. Da, Florian Harrer nach wie vor der Beste. Der Beste, der Beste, der Besten. Continental, Platz 1 für Bianchi. Paulaner auf Platz 11. Mal schauen, ob sich da groß was verändert hat. Lukas Göring, Leon Weiß. Horst Lampe, da gibt es allerdings auch noch einige Fahrer, die noch nicht gepunktet haben, aber das sieht schon besser aus als am Anfang der Saison. Archer ist genau dein Humor, Benny. Schau dir Archer an. Das ist wirklich, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, weil die Animationen ein bisschen merkwürdig sind, deswegen habe ich es auch lange nicht geschaut. Aber ich schaue das jetzt immer zum Einschlafen, ich glaube schon in der Endlosschleife zum zweiten oder dritten Mal. Es ist wirklich gut und zum Einschlafen meine ich wirklich, dass es echt witzig ist. So, achso, ja, jetzt war ich gerade abgelenkt. Wir waren noch gar nicht bei den Platzierungen durch. Also, Continental, Paulaner, das beste Nicht-Bianchi-Team. Der fünftbeste Nicht-Chinese, wie Timo Boll damals in der Tischtennis-Weltrangliste. So, Paulaner 11., dann müssen wir etwas weiter runtergehen. Dann kommt das unaussprechliche Team Skoda auf Platz 19. Und Team BASF ist leider wieder ein bisschen zurückgefallen mit 406 Punkten. Skoda können wir auch nochmal schauen, wer da wie viele Punkte geholt hat. Da sehen wir 105. mit 90 Punkten, Jona Dreuer. Lena Kinnun auf Platz 142 mit 75 Punkten. Philipp Anner 124. Nadja Tripodi, die am Anfang da immer vorne war. Und dann schauen wir noch bei Team BASF rein. Da ist Samuel Eller nach wie vor der beste Fahrer. Hendrik Lohmer, Mathis Waldo. Was machen die Wasmer? Lloyds, Hans Wassmer auf Platz 540 mit 10 Punkten und Michael Wassmer, ja, geteilter 730. Achso, 1-0 für Steven Schülke. Gibt hier schon Privatduelle, wie ich gerade sehe. Gerade mal schauen. Ich glaube, Steven Schülke war ja bei Team Skoda. Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Da gab es nämlich den einen Sieg, die 5. Etappe der Skoda Tour de Luxemburg. Und das als Klassikerfahrer, aber schon immerhin in der Ebene eine 75 und Kopfsteinpflaster eine 74. Wenn er bei der
beim Grand Prix Kerami startet, dann kann das wirklich gut werden. Wir schauen mal, das nächste Rennen, Tour of Green High Lake, geht am 16. los. Wir simulieren uns mal ein bisschen durch. Tja, mit 0 Punkten, ja, ist ein bisschen schade. Aber am Anfang, so die ersten Monate, muss man natürlich dazu sagen, haben die anderen Teams wenig gepunktet, weil ja immer nur 2-3 Fahrer am Start waren. Also nicht, dass ihr jetzt vor Bianchi wärt, aber ihr wärt auf jeden Fall weiter oben in der Rangliste. Christian Reuter geht auf jeden Fall mit zur Tour of Green High Lake. Da gibt es, glaube ich, auch ein Zeitfahren. Der wurde im Spiel luxemburgischer Meister. Ich weiß ja nicht mal, wer in der Realität luxemburgischer Meister geworden ist. Außerdem spiele ich ja noch Jan Ullrich parallel. Schauen wir mal. Müsste ja irgendwo in den Notizen sein. Ist ja noch nicht so lange her. Po nach Peragüt. Tour de France Profil. Generellmeister oder... Ich schaue jetzt gerade mal, wenn ich jetzt zufällig sofort sehe. Italiano, España, das Eritreische habe ich gefunden. Das finde ich auch so schön. Deutsch, Frankreich. Ja, ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Canadian, Argentinisch. Ah, da. Nationalmeisterschaften. Bob Jungels. Willst auch zur Tour auf Queen High Lake? Alle wollen nach Queen High Lake. Das ist die große Radsportwelt. Die große, weite Radsportwelt vor allem. So, Gabel nähert sich Ziel. Ist immer gut, wenn man Hunger hat, wenn die Gabel sich dem Ziel nähert. Klar, Gable. Wir dürfen ja nicht mehr Gable sagen, stimmt, da erinnere ich mich. Ja, wollen wir mal schauen. Bestätigung des Rennkalenders. Jo, müssen wir annehmen. Habe ich ja im Let's Play schon mal versucht, bei einigen Rundfahrten noch mit reinzukommen. So, Daniel Martin gewinnt. Chris Froome hat sich jetzt auf Platz 1 gesetzt bei der Tour de France. Scheint eine durchaus verlustreiche Etappe gewesen zu sein. Zumindest für Nairo Quintana. 5 Sekunden vor Romain Bardet und 31 Sekunden vor Nairo Quintana. Schauen wir mal. Ja, alle selbe Zeit. Dann scheint es davor schon passiert zu sein. Genau, da war Nairo Quintana. Na gut, die Abstände sind generell sehr gering anscheinend. Finde ich bei einer Simulation immer ein bisschen doof. 1,31 Rückstand, das glaube ich nicht, dass das wirklich passieren würde. Jetzt geht es schon wieder ums Essen. Stimmt, hat heute noch keiner Himbeeren gepflückt. Ja, stimmt. Ich habe die Liste bei Twitter gesehen. Also ich kannte, glaube ich, alle Filme von deiner Liste. Aber gucke ja generell gerne Horror. Von Xining nach Xining geht's jetzt. Etappe 1 von 13. Wir werden alle 13 Etappen fahren. Nein, Quatsch. Aber so ein, zwei Sprint-Etappen würde ich schon gerne mit reinhauen. Wir müssen nur vor allem mal schauen. Deswegen sortiere ich das jetzt gleich mal nach der Ermüdung. Da sind einige Fahrer schon stark ermüdet, wie zum Beispiel Christian Gepard, der auch von der Fitness her nicht mehr gut ist. Das ist dann die Trainingsgruppe, deswegen wird es für Christian Gepard leider nichts werden. Da sind einige stark ermüdet. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir trotzdem noch die... Achso, habe ich jetzt die starke Ermüdung nach oben gemacht. Hä? Na super. Gut, Jan Gravitz kommt auf jeden Fall mit als Sprinter, Max Power ebenfalls. Wir kennen die Werte ja ungefähr. Na, so richtig hügelig werden die Dinger nicht. Die Hintergrundmusik ist erotisch. Ja, das bringt halt nichts, wenn wir dich jetzt mitnehmen. Der Fahrer ist nicht fit und vor allem der Saisonhöhepunkt, schauen wir mal. Alter Vater. Da ist die Ermüdung sehr, sehr weit nach oben gegangen. Da war die, ich glaube, es war ein bisschen überlastet. Aber so viele gute Ergebnisse dieses Jahr gehabt, dann ist es auch normal, dass man irgendwann mal in den roten Bereich reinfährt. Da sind sehr, sehr viele ermüdet, geringe Ermüdung und so weiter. Jetzt zum Ende der Saison
wird es wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Holger Erdgeist sollte auf jeden Fall mit. Da haben wir schon mal ein paar gute Sprinter dabei. Christian Reuter wollte ich mitnehmen. Bin ich blind? Ja, wahrscheinlich. Da ist er. Der zwar auch ermüdet ist, aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Als Anfahrer. Zum Beispiel. Dann schauen wir nochmal. Ja, Lars Ritter für den Hügel vielleicht. Björn Walter können wir wieder mitnehmen. Lukas Vogt wollten wir auch mitnehmen. Der zwar auch ermüdet ist, aber kommt trotzdem mal mit. Für einen Ausreißversuch sollte es reichen. Mathis van Hinken auch ermüdet. Brauchen natürlich auch für die andere Rundfahrt noch ein paar Fahrer, die halbwegs was können. Ja, die Trainingsgruppe ist durch. Da wird diese Saison auch nicht mehr viel kommen, denke ich mal. Auch Dominik Oslislok und Christian Gepaar natürlich wird eher schwierig werden. Dann nehmen wir mal Tim Fundelroy noch mit. Den haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, aber auch für die Sprintanfahrt ganz gut. Und Juul Thijssen, Johannes Teer. Ermüdet, mal schauen. Da geht die Ermüdung auch brutal nach oben. Ja, die Ermüdung ist, glaube ich, eher, hat nichts mit den Rennen zu tun. Das hat eher was mit dem Trainingsprogramm zu tun. Das ist ein bisschen doof, fand ich auch schon immer. Aber da sieht man, alter Schwede, da war die Belastung einfach zu hoch. Kann das Training, kann ich jetzt hier, nee, lassen wir auch. So, ich will jetzt hier nicht ewig rumhängen, sorry. Dann nehmen wir Julian Rietz noch mit, der auch in der Ebene richtig gut, nee. Julian Rietz lassen wir mal. Ich glaube nämlich, der Grand Prix Kerami ist parallel zur Tour of Qinghai Lake. Huch. Da sind wir. Genau, ist am 19.07. Dann lassen wir ihn raus. So, einfacher müssen wir aber noch mitnehmen. Haben wir schon einen für die Hügel? Bislang nicht. Benjamin Fuchs ist auf jeden Fall durch. Heiko Gabel ist eigentlich ganz gut drauf. Dann nehmen wir Heiko Gabel noch mit. Wieso ich während dem Stream Stardew Valley hochgeladen habe, weil ich Stardew Valley immer schon Wochen vorher bearbeite. Es kommt um 18 Uhr auch Radsportmanager. Also, Jan Ulrich kommt um 18 Uhr, um 19 Uhr kommt FIFA und um 20 Uhr kommt Evil Within. Genau, Christian Reuter bist auf jeden Fall mit dabei, weil bei der Tour of Qinghai Lake, wie gesagt, ein längeres Zeitfahren droht. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da haben wir es, 20,6 Kilometer lang. Und wenn da der Abstand noch nicht ganz so groß ist, was passieren kann, außer hier bei der Hügeletappe geht einer richtig durch, dann kann es problematisch werden. So, die erste Etappe spielen wir jetzt mal. Schauen uns mal die Konkurrenz an. Wir sehen die Tagesform durch die Ermüdung der Fahrer. Ist die Tagesform natürlich bei vielen Fahrern komplett im Keller. Es gibt ja noch Parallelrundfahrten. Und wie gesagt, wir fahren jetzt nicht jede. So, Team Skoda ist wieder mit dabei, aber kein Paulaner und BASF. Das ist wieder, das ist Rassismus, Leute. Aber ich glaube, Lord Fundelroy hatte von vornherein, also Tim Fundelroy, wir nennen ihn nur den dunklen Lord, hatte von vornherein jetzt schon die minus 4. Würde ich sagen, wir schauen mal sehr auf Christian Reuter. Weil in den 20 oder 21 Kilometer Zeitfahren kann man bestimmt ein, zwei Minuten auf die Konkurrenz gut machen. So, da ist Ricardo Costa. Götz und Grunewald sind dabei, der alte Himbeerpflücker. Da müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Nee, also meine Hochladeroutinen sind ja momentan die Stardew Valley-Videos sind aus dem April, glaube ich, habe ich die aufgenommen, habe sie dann lange nicht bearbeitet und habe dann gedacht, gut, jetzt mache ich immer um 16 Uhr Stardew Valley und habe, glaube ich, noch bis Folge 82. 18 Uhr kommt dann normalerweise jetzt immer Radsport, abgewechselt mit Basketball. Sobald FIFA durch ist, wird Basketball dann auf den 19 Uhr Spot wechseln und dann kommt um 18 Uhr nur noch Radsport.
Also dann abwechselnd immer Ulrich und Abo-Team. Und um 19 Uhr dann NBA und um 20 Uhr werden dann andere Spiele kommen, vielleicht auch kleinere, die jetzt nicht immer so ewig dauern wie Evil Within. Was aber echt Spaß macht und jetzt auch von der Story her wieder angezogen hat. Wir werden jetzt am Ende der Saison viel simulieren, weil die Rennen natürlich A, nicht mehr so spannend sind und B, muss man auch sehen, dass die Fahrer auch sehr, sehr ermüdet sind. Wir schauen mal, wen Team Skoda denn alles noch mit dabei hat. Die Fahrer. Da haben wir es. Nadja Tripodi, Hans Toster, glaube ich, Yannick Nowak, Yasir Hübner, Björn Hellstern, Carsten Grunewald, Ricardo Costa und Jonathan Götz. So, auch mal wieder ein paar andere Namen jetzt hier mit dabei, auch ganz schön. Genau, ich sehe das auch so. Die World Tour wird natürlich viel spannender werden. Und ich habe es ja schon gesagt, dass ich mit dem Editor das Ganze dann bearbeiten werde. Sodass wir dann alle vier Teams in der World Tour haben. Nur ich weiß immer noch nicht ganz genau, ob ich da andere Teams rauswerfen muss oder ob das einfach so funktioniert. So, Van der Roy in absoluter Spitzenform heute. Kümmert sich mal um Max Power. Der heute eine Plus 3 noch im Sprint hat. Weiß nicht, wer jetzt hier alles mit am Start ist. Ob da richtige Top-Sprinter dabei sind. Taylor Finney. Oh, Daniele Benatti ist auf jeden Fall dabei. Aber irgendwie auch in die Jahre gekommen. Enrico Barbin. Gardini, der die Gardine erfunden hat. Napolitano. Ist jetzt nicht so die mega Sprint-Konkurrenz. Holger Erdgeist. Mit der Tagesform minus 1, aber trotzdem noch ein 73er Sprintwert. Müssen wir mal schauen, wer da vielleicht besser für den Sprint geeignet ist. Aber das entscheidet das Spiel eigentlich schon sehr, 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 sehr gut. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das Spiel zumindest das richtig einordnet. Außer es kommt Quebec nach Quebec. So, irgendwie fahren unsere Jungs so weit hinten. Ja. Ach scheiße, ich hab's genau falsch rum gemacht, ich Eumel. Echt? Was ist los? Was ist los? Der kleine Lord fühlt sich nicht gut. So, Ausreißergruppe wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber lassen wir jetzt heute mal weg. Das Bergtrikot, zweite Kategorie. Hätten wir uns vielleicht sichern können. Holger Erdgeist, auch die 73 im Sprint, wie gesagt. Max Power heute auch die 73. Dann haben wir Thunderboy, der die 71 hat, heute aber keine Rolle spielen wird. Jan Gravitz. Eigentlich müssen wir für Jan Gravitz fahren. Der wahrscheinlich heute wieder Basketballspiel hat. Also Ferien habe ich generell seit Jahren nicht mehr. Nee, Ferien habe ich keine und Urlaub auch nicht. Aber heute ist ja Reformationstag und morgen ist hier Feiertag in Bayern. Also morgen ist Allerheiligen. Das ist tatsächlich hier ein Feiertag. Oder heute ist Allerheiligen und morgen ist Reformationstag. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, heute ist Reformationstag. Aber Urlaub habe ich dieses Jahr keinen mehr. Ist alles für den Umzug draufgegangen und jetzt für den Besuch der Verwandtschaft. So, ihr wollt ja schon wieder besaufen? Was, ihr holt gerade sein Abi nach? Ja, ihr Drecksäcke. So, Lukas Vogt mit der minus 3 heute natürlich nicht unbedingt prädestiniert für die Ausreißergruppe. Jetzt geht es vorne zur Bergwertung, deswegen schickt uns das Spiel wieder die einfache Geschwindigkeit rein. Ja, Brailov und Bresciani. Der ist mit der Brech-Stange versucht. Bresciani, verstehst du? Achso, ganz kurze Pause. Falls der Ingame-Ton jetzt gerade weg ist, dann liegt das daran, dass ich gerade rausgetappt habe. Können ja trotzdem noch ein bisschen Abo-Team weiterspielen, glaube ich. Aber der Lukas kann
dann ja schon mal ein paar Fragen beantworten. Dann kann ich mich aufs Spielen konzentrieren. Connected. So, da ist. Okay, das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber es gibt einen neuen Namen im Teamspeak. Er heißt jetzt Radsportgott. Auf jeden Fall. Okay, da bist du, jetzt höre ich dich. So, wie geht's, Radsportgott? Du hörst mich? Ja, ich hoffe, der Stream auch. Also müssten wir jetzt eigentlich. Super, und dir? Oh ja, ja, ja. Ich bin fit. wie wollen wir es machen? Ich würde jetzt erst noch ein bisschen Abo-Team weiterspielen. Wenn es okay ist. Hallo? User disconnected from your channel. Okay, disconnected. Habt ihr ihn jetzt eben gar nicht gehört? Okay, User disconnected. Oh, nicht schlecht. Ah, okay, ja, das war der Fehler. Es stimmt. Ich habe ihn nicht mit Radsportgott angesprochen. Lukas ist gestürzt. User entered your channel. So. Es wurde schon gesagt, ich muss dich mit Radsportgott ansprechen, ansonsten gehst du wieder. Nee, ich hatte noch das falsche Mikro eingestellt. Achso. Ja, ja. Genau. Aber jetzt bin ich da. Okay, lieber Radsportgott. Wir huldigen dir. Ich kann mich auch schnell umbenennen, wenn dir das lieber ist. Nö, ist alles gut, alles gut. Ich heiße Vasi Hasi. Du hast das ja jetzt so, genau, mein Vasi Hasi, du hast das ja jetzt so angekündigt. Ja, genau. Also, wie gesagt, es kann auch der Chat entscheiden, ob wir Abo-Team weiterspielen oder ob wir dann mit der Vuelta weitermachen. Wir sind da ganz nordkoreanische Demokraten. Also lieber, geil. Also lieber Chat, lieber Vuelta oder lieber Abo-Team? Ich denke mal, die Leute werden sich fürs Abo-Team entscheiden. Aber du kannst ja auch so Fragen beantworten. Auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Frage wurde ja schon gestellt. Was hältst du von Maximilian Levy? Er ist ein super sympathischer Typ. Und ansonsten, ja, freue ich mich natürlich, dass er in Berlin Europameister geworden ist. Auf seiner Heimatbahn war ziemlich emotional. Und ist halt übelstes Tier. Okay, ist er. Vom Körperbau her. Schlimmer als Jassir Hübner. Okay. Auf jeden Fall. Er ist 2,8 Meter groß und wiegt 118 Kilo. Ach so. Nee, nein, weiß ich nicht, wie groß er ist. Also, er ist relativ klein, aber der ist halt sehr, sehr definiert. Okay. Was den Körperbau angeht. Ich kenne Maximilian Levy gar nicht. Erzähl mir was zu ihm. Wie alt ist er? Ist er ein junges Talent, ein erfahrener Fahrer oder. Nee, der ist eher schon erfahrener. Der ist eher ein erfahrener Fahrer, aber wie gesagt, ist jetzt auf seiner Heimatbahn nochmal Europameister geworden, nachdem es in den letzten Jahren nicht so für ihn lief. Und von daher eine ganz coole Geschichte eigentlich. Okay. Ja, erzähl uns doch mal generell so zur Bahnrad-EM. Was waren deine Aufgaben? Was hast du da gemacht? Im Prinzip hatte ich eine sehr entspannte Aufgabe. Ich war im Prinzip da und durfte mir das angucken aus dem Pressebereich und habe nach den Rennen Interviews mit den Fahrern gemacht. Und dann jeden Abend oder jeden Vormittag, je nachdem wie ich es geschafft habe, eine Zusammenfassung eingesprochen, dann die Interviews eingebaut und fertig war es dann. Das war so mein Arbeitstag. Ja. Das klingt doch interessant. Ja. Auf jeden Fall. Hast du. Ich höre mich bei dir voll versetzt. Okay. Muss ich mal ein bisschen leiser machen? Ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, aber ich. Du hörst mich immer erst 5 Sekunden, nachdem ich geredet habe. Ach so, okay. Jetzt verpasse ich hier, glaube ich, ja, gerade den Sprint. Total komisch.
Ne, ich weiß nicht, woran es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Weil, also ich habe alles ausgestellt, es läuft quasi nur der Stream. Es wird eine Frage zum Iron Man gestellt. Hast du den Iron Man geschaut? Geschaut nicht, ich war mit meiner Freundin bei einer Familienfeier in Sachsen. Okay. Und konnte das nicht gucken, aber ich hab's natürlich verfolgt, dass es dort einen relativ überraschenden Sieger gab. Ich habe auch die Szene gesehen von Jan Frodeno, der mit Krämpfen am Rand stand und den späteren Sieger noch angefeuert hat und so. Also ich habe das verfolgt und mitbekommen, aber ich habe es nicht live gesehen oder so. Okay. Wie heißt denn der Sieger? Ich habe den Namen ganz vergessen. Ich kenne nur Jan Frodeno. Ich habe es auch tatsächlich. Ja, ich habe es auch mir nicht gemerkt. Ich habe es tatsächlich am nächsten Morgen allen erzählt und das war Thema am Frühstückstisch. Aber den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Iron Man. Ich weiß nicht, ich finde das immer sehr, sehr, also Respekt an die Leute, die das machen, aber so zum Anschauen finde ich es nicht immer so angenehm, 8 Stunden lang. Das ist nicht so meins. Ja, vor allem ist das ja auch mit der Zeitverschiebung immer so eine Sache, ne? Ah ja, klar, aber die sind ja wahrscheinlich Wochen vorher schon. Patrick Lange heißt er. Patrick Lange, ja, das ist doch ein Name. Den kann man sich merken. Ja. So, ist Tom Dumoulin bereit für den Tour de France? Der war ja auch lange unterwegs. Steht hier gerade. Puh! Ja, nein. Jein. Ich denke, Tom Dumoulin ist bereit dazu, die größere oder eine der größten Herausforderungen für Chris Froome zu werden. Aber ich denke nicht, dass er bereit ist, Chris Froome zu schlagen. Nicht in diesem Jahr. Also im nächsten. Ja, das Tourprofil kommt aber, glaube ich, den Zeitfahrern dieses Mal ganz gut entgegen. Was ich gesehen habe, ich glaube, es gibt 2 Zeitfahren diesmal. Es gibt ein Teamzeitfahren und ein Einzelzeitfahren. Okay, Das spricht wieder mehr für. Also, ja. Was für Dumoulin spricht, ist, dass es halt. Dass das Profil mit Kopfsteinpflaster gespickt ist, dass das Profil mit Windkantenetappen gespickt ist und dass da als niederländisches Team, was Sunweb ja zum größten Teil ist, auch wenn es unter deutscher Lizenz fährt, dass man damit ganz gut umgehen kann. Aber wenn man dieses Jahr Sky gesehen hat, dann muss man sagen, dass die jetzt auch nicht so wirken, als ob sie mit solchen Etappen große Probleme haben können. Ja, dann habe ich einfach mal eine Frage. Jetzt kann ich auch meine ganzen Fragen loswerden, weil ich mich noch nicht so sehr informiert habe über die nächsten oder über die Transfers. Sky hat ja doch gerade für den Berg zum Beispiel Mikkel Nieuwe und so weiter sind doch, glaube ich, gewechselt. Werden ja wohl Sky verlassen. Gibt es namhafte Neuverpflichtungen bei Sky, wo man sagt, okay, auch fürs Zeitfahren, fürs Teamzeitfahren sind sie da nochmal stärker geworden? Stärker geworden nicht, aber ich denke, dass sie in der Breite einfach sehr, sehr gut aufgestellt waren, auch in den letzten Jahren schon, und dass man sich da jetzt nicht beschweren kann und auch keine großen Sorgen macht bei Team Sky. Ich rufe mir gerade mal die Liste mit den Transfers auf. Ja, ich glaube, das wäre ganz Jonathan interessant. Jonathan Castroviejo ist neu. Ja, mein Lieblingsfahrer, Jonathan Castroviejo. Sorry, wir quatschen jetzt immer durcheinander, weil es zeitverzögert ist. Der Zeitfahrer. Genau. Sorry. Genau, dann David de la Cruz, ein neuer von Quickstep, auch gar nicht schlecht. Christopher Lawless ist ein junger Profi, den sie sich verpflichtet haben. Pavel Sivakov auch. Dylan van Baarle, ein guter Allrounder. Und gegangen sind Peter Kenyek, Mikkel Nieuwe, du hast es schon gesagt, Mikkel Landa, Enea Viviani und Danny van Poppel. Oh nein, nicht der van Poppel. Da müssen sie Boy van Poppel holen. Ein van Poppel muss sein. Wo fährt ein Boy van Poppel? Nee, der fährt bei Trek Segafredo, glaube ich. Ja, das ist ja natürlich. Ja, und der andere ist jetzt zu Lotto in El Jumbo, sonst wäre es ganz lustig gewesen, wenn es dann die Doppelpoppel-Power gibt. Die Doppelpoppel. Oh Gott, Benny ist gerade vom Stuhl gefallen. Die Doppelpoppel. Genau. Oh je. So, ich fahre hier gerade mal schnell in den Sprint. Aber... Ja, nee, du kannst, wie gesagt, erzähl. Ja, wie gesagt, ich glaube eben, dass Sky sich da trotzdem keine Sorgen machen muss.
in die nächste Saison. Also wie gesagt, Castro Viejo ist ein guter Zeitfahrer, David de la Cruz auch kein schlechter und der Rest gegen Bernal, Christopher Lawless und Pavel Sivakov, da hat man halt in die Zukunft investiert und mit Dylan van Baarle sich jetzt auch mal ein bisschen, was die Klassiker angeht, ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Deshalb, also ich denke, man hat die guten Fahrer oder einige gute Fahrer hat man ja auf jeden Fall noch für den Berg. Ich denke da an Kwiatkowski zum Beispiel oder an Enao. Ja, Kwiatkowski hat sich da auch richtig gemacht bei den steilen Anstiegen. Auf jeden Fall. Ja. Das denke ich nämlich auch. So, gerade mal schnell konzentrieren. Holger Erdgeist sieht den Sprint an. Und Kravitz, komm schon, zieh! Boah, jetzt sprinten sie da vorbei. Aber Jan Kravitz, oh nein, 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 auf den letzten Metern bricht er ein, der Drecksack. Fuck. Zu früh rausgegangen. Jan Kravitz nur Vierter geworden. Jetzt können wir uns mal anschauen, wer denn hier im Sprint sonst... Ach, guck mal. Boy van Poppel auf Platz 2. Für Drecksäger Fredo. Der Mann, der die Gardine erfunden hat, hat gewonnen. Gardini, aber auch nur ein 74er Sprintfährt. Da waren wir echt zu früh im Wind. Brades auch noch Dritter geworden. Aber an sich war es gar nicht mal so schlecht. Ja, Doppelpoppel ist echt ein feuchter Traum. Das kann ich nur sagen. Ich kann ja hier mal ein bisschen auf den Chat eingehen. Ich habe den ja offen. Mhm, ja, ja. Hier ging es zum Beispiel darum, dass das Zeitfahren zu hügelig ist und der Giro besser auf Dumoulins Stärken zugeschnitten ist. Ich glaube aber nicht, und das wäre falsch von Tom Dumoulin, wenn er nach seinem Giro-Sieg jetzt nicht die Tour versuchen würde. Deshalb glaube ich nicht, dass der Giro das große Ziel von Tom Dumoulin ist, sondern er wird schon bei der Tour starten, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wir werden da auch das große Aufeinandertreffen von Christopher Froome und Tom Dumoulin, was ja viele erwarten, denke ich, bekommen bei der Tour de France, aber er wird nicht beim Giro starten und Wilco Keldermann, sein Teamkollege, hat auch schon angekündigt, dass er gerne auf den Giro schielen würde und der hat ja eine gute Vuelta gefahren, also vielleicht ist der ja dann der neue Mann für die Gesamtwertung von Team Sunweb beim Giro und ich glaube nicht, dass Tom Dumoulin dass er den Giro nochmal angehen wird, sondern das wird eher in Richtung Tour gehen, weil zweimal den Giro gewinnen ist zwar nicht schlecht, aber ich denke, er will eher die Tour in seinem Palmarès, wie man so schön hat, sagt, haben. Naja, für mich als neutralen Fan ist es auch lieber, mir ist es lieber, wenn er die Tour fährt. Würde nämlich gerne mal sehen, wie er da abschneidet. Ja, geht mir ähnlich. Ansonsten, was habe ich hier noch? Eine Bergetappe ist mit einem Schotterabschnitt, ja, auf jeden Fall bei der Tour, mit einer unbefestigten Straße zum Ziel. Das wird auch ganz spannend, cool. Wie sich die Fahrer da schlagen. Haben sie sich auf jeden Fall was ausgedacht. Ich denke generell, dass die Tour im nächsten Jahr spannender wird als die in diesem Jahr. Da gehe ich schwer von aus. Also sowohl was das Profil angeht, eben mit den Windkantenetappen, dem Kopfsteinpflaster, dem Schotter und so, als auch eben von den Fahrern, die starten. Quintana wird auch nicht nochmal das Double versuchen. Also wenn er bei der Tour startet, dann ist er auch definitiv besser in Form als in diesem Jahr. Diese Schotterstück, ich meine mich zu erinnern, dass es beim Giro d'Italia vor nicht allzu langer Zeit mal auch so eine Etappe gab und ich meine, da wäre sogar die Übertragung in Schwarz-Weiß dann gemacht worden, die letzten Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Erinnere ich mich nicht dran. Ah, das war mega cool, das hat echt Spaß gemacht beim Zuschauen. Ja. Ist wahrscheinlich, du kannst es wahrscheinlich besser einschätzen, aber vom Material her werden die Räder auf der Etappe gewechselt oder wird das... Oder setzt man von vornherein dann andere Räder ein? Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, aber ich denke auf jeden Fall, dass das Material definitiv eine Rolle spielt. Also im Hinblick auf Defekte könnte sich auch auf so einer Etappe mehr oder weniger fair dann aber auch einiges nochmal verschieben in der Gesamtwertung. Und das ist definitiv ein Faktor, den man mit bedenken muss, dass da eben auch Team Sky nicht unbedingt einwandfrei über so einen Abschnitt kommen muss oder auch über Kopfsteinpflaster. Also man hat einfach ein bisschen mehr versucht, so andere Faktoren noch mit reinzubringen, um vielleicht auch Chris Froome mal ein bisschen zu ärgern und vor Herausforderungen zu stellen. Ja, was ja wirklich gut ist, ja. Auf jeden Fall. Ich mach mal hier gleich weiter mit dem Chat. Ja, sind ja viele Fragen. Nächstes Jahr
mit Klassikersieg? Und wenn ja, wo könnte er diesen landen? John Degenkolb ist schwierig. Man hat in der letzten Saison gesehen, dass er noch mit den Spätfolgen seines Sturzes von vor jetzt mittlerweile fast 2 Jahren zu kämpfen hat, wo er wirklich schwer zu Fall gekommen ist und auch eine schwierige Saison hatte. Und ja, ich weiß nicht, ob er den Klassikersieg. Also er wird auf jeden Fall gute Klassikerergebnisse haben, aber es hängt eben auch davon ab, wie weit sein Team da gut mitarbeitet und wie viel er sich auch selber zutraut. Er hatte ja viele zweite Plätze, war oft nah dran an guten Ergebnissen. Ob es für den ganz großen Triumph nochmal reicht, das wage ich zu bezweifeln. Da sind eben noch andere Fahrer, die da definitiv eine starke Rolle spielen können auf solchen Rennen. Ich denke da zum Beispiel an Gianni Moscon, die Allzweckwaffe bei Team Sky oder so, und eben auch Peter Sagan und ähnliche Fahrer, die da eher eine Rolle spielen. Ich glaube, dass Degenkolb immer Top 10 fahren kann, vielleicht auch Top 5 auf so einem Rennen. Ob es nochmal für den ganzen Sieg reicht, das weiß ich nicht. Da hat der Sturz, glaube ich, bei ihm schon einiges kaputt gemacht. Sowohl im Kopf als auch natürlich im Körper, so mit seinen Knochenbrüchen, dass ich nicht weiß, ob er an die Form, die er bei seinen Siegen, bei den großen Triumphen hatte, nochmal anknüpfen kann. Ja, wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich würde es mir auch wünschen, klar, für den deutschen Ja. Radsport ist das natürlich wäre sowas großartig und der ist ja auch ein sehr sympathischer Fahrer. Deshalb mal gucken. So. Machen wir weiter. Louis Meintjes, kann der mal eine große Rundfahrt gewinnen? Puh, schwierig. Ja, der ist definitiv ein versierter und guter Radsportler, ist ja auch noch jung mit 25. Das heißt, der hat noch eine Weile Zeit. Muss man eben gucken, wie er sich auch entwickelt, wie es weitergeht. Top 10 ist er ja schon angekommen bei den großen Rundfahrten. Achter Platz jetzt bei der Tour. Top 5 ist definitiv in den nächsten 2, 3 Jahren drin. Und wer weiß, wenn die anderen vielleicht mal ein bisschen schwächeln und er ein besonders großartiges Jahr hat, dann ist ihm das definitiv zuzutrauen. Aber wie gesagt, der ist 25, der kann auch mit 30 noch die Tour gewinnen. Und 5 Jahre in die Zukunft zu blicken, ist doch echt schwierig. Ja, das sieht man ja auch immer bei den Radsportmanagern. Hast du in einem Genau. Jahr einen Bergwert von 73, beim nächsten Radsportmanager die 81. Da sieht man ja, wie man sich vertun kann, beziehungsweise wie schnell sich Fahrer auch entwickeln. So, ich will nicht quatschen, weil die Fragen durchrattern. Genau, was meinst du, wie lange wird André Greipel noch fahren? Ist eine schwierige Frage, weil das hängt ja mit so viel zusammen. Es kann auch sein, dass er, obwohl er nicht erfolgreich war in dieser Saison oder nicht so ganz erfolgreich, wie man es von ihm gewöhnt ist, dass er trotzdem einfach immer noch alles versucht. Es gibt ja da so unermüdliche Fahrer. Ich denke da an Jens Vogt zum Beispiel, die dann eben trotzdem immer weitergefahren sind, trotz ihren hohen Alters und sich eben Jens Vogt ja der klassische Helfer im Laufe seiner Karriere gewesen. Das ist Greipel nicht, aber wer weiß, wie lange er sich motivieren kann. Ich würde das nächste Jahr mal abwarten. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er im nächsten Jahr weiter nicht die Ergebnisse holt, die er gerne holen würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei Greipel so langsam in Richtung Spätherbst der Karriere geht und dass er sich dann vielleicht einfach auch denkt, ja, für die ganzen großen Resultate reicht es nicht. Und ich denke, er ist doch eher so ein Alpha-Tier, der sich dann nicht als Anfahrer oder sowas nochmal versuchen möchte. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Also allzu lange, wenn die nächste Saison nicht so gut wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich dem Karriereende schon entgegengeht. Genau. Ja, Soll ich einfach weitermachen? mach weiter. Ich genieße es gerade. Ich habe. Glaub Support kann nochmal angreifen. Der galt dieses Jahr als Top-Favorit und jetzt spricht keiner mehr von ihm. Naja, das liegt auch daran, dass die Saison vorbei ist. Ja, Richie Port hatte einfach immer ein bisschen Glück, ein bisschen Pech so rum bei den großen Rundfahrten. Ja, muss man gucken. Konnte ja jetzt nun diese Tour nicht zu Ende bringen. Auch das vielleicht ein Grund, warum er nicht über ihn geredet wurde. Er hat relativ wenige Renntage in der letzten Saison gehabt, hat die Tour Down Under gewonnen, war danach auch bei Paris-Nizza noch mit einem Tagessieg erfolgreich, die Tour de Romandie gewonnen. Also der hat jetzt kein schlechtes Jahr gefahren, das kann man bei weitem nicht sagen. Von daher, der ist 32, da weiß ich nicht, ob es nochmal reicht für den ganz großen Wurf, wenn dann im nächsten Jahr. Genau. In wie vielen Jahren wird Godu favorisiert auf den Tiersieg?
Das kann ich auch noch nicht abschätzen, denn David Godu ist aktuell ein exzellenter Pancheur und ein guter Bergfahrer, aber mit seinen 21 Jahren hat er auch noch Zeit, sich zum guten Zeitfahrer zu entwickeln. Der ist er noch nicht, deshalb, das gehört nun mal auch zu einer großen Rundfahrt dazu, deshalb, ob er ein großer Favorit wird, weiß ich nicht. Jungfahrer-Trikot traue ich ihm zu und Top 10 vielleicht auch in absehbarer Zeit. Ich meine, man muss nicht großartiger Zeitfahrer sein, um dort gut abzuschneiden. Von daher, ich traue es ihm zu, dass er definitiv mal eine Rolle spielen wird, was Entscheidungen und Etappen auf jeden Fall angeht. Aber ich meine, der ist letztes Jahr sein erstes Profijahr gefahren und man sollte so eine jungen Fahrer auch nicht überfordern mit großen Erwartungen. Erstmal langsam machen, hat eine gute Tour de Lange gefahren, ist da Zweiter geworden, hat die Jungfahrerwertung gewonnen und jetzt wird er dann wahrscheinlich langsam in World Tour Rennen reingeschmissen. Also erstmal abwarten. Ihr müsst immer mit. Die nächste Tour ist um einiges schwerer als die letzten. Ja? Ihr müsst immer mit sehr geehrter Herr Radsportgott anfangen, so wie Benny das gemacht hat. Genau. Auf jeden Fall. Was ist für dich die größte Überraschung in diesem Jahr? Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mich über viele Sachen gefreut. Ich habe viele Sachen gerne beobachtet. Ich habe auch viele Sachen, ich habe mich über Lennart Kemner zum Beispiel sehr gefreut bei der Vuelta. Aber eine Überraschung ist schwierig. Vieles kann man schon vorhersehen. Und vieles entwickelt sich einfach. Also es gibt viele junge deutsche Fahrer, die sich gut präsentiert haben. Der Wechsel von Marcel Kittel hat mich vielleicht ein bisschen überrascht, aber ist für ihn vielleicht nicht der falsche Schritt. Und für Fernando Gaviria, der jetzt dann der neue Kapitän bei Quickstep wird, auch ein guter Schritt. Also es ist schwierig zu sagen, was die größte Überraschung ist. Also es gibt halt viele Sachen, aber im Prinzip so die ganz, ganz riesige Überraschung, die habe ich in dieser Saison nicht gesehen. Sehr geehrter Herr Radsportgott, wie lautet Ihre Prophezeiung zur Entwicklung von Emanuel Buchmann? Viele Grüße an den extrem geehrten Radsportgott. Vielen Dank, es ehrt mich natürlich. Ich werde dir 72 Jungfrauen zukommen lassen. und dann weißt du Bescheid. Nee, Emanuel Buchmann. Ja, ich denke, er wird nie die Tour de France gewinnen können, auch wenn der deutsche Radsportfan sich danach sehnt. Emanuel Buchmann wird, denke ich, hoffentlich in die Top 10 fahren können. Bei der Tour de France hat ja wirklich eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gefahren. Also kann damit zufrieden sein, vielleicht mit der Tour am Ende so mittelmäßig, 15. Ich denke, er hat sich da mehr ausgerechnet, aber gerade beim Kriterium du Dauphiné hat er gezeigt, was er drauf hat. Von daher, auch er ist erst 24. Ich denke nicht, dass er genug Zeitfahrqualitäten hat, um am Ende mal diese große Rundfahrten zu gewinnen, aber auch er kann ja vielleicht noch einen Sprung machen durch irgendwelche Trainingsmethoden, die ihm dort vielleicht vorgeschlagen werden oder so. Ich bin da offen für alles, aber ich denke, er ist ein sehr, sehr guter Fahrer und was die Gesamtwertungen angeht, aktuell die größte deutsche Hoffnung. Okay, jetzt wird hier gefragt nach Fahrer des Jahres, Sprinter, Kletterer, Grand Tour Fahrer, Klassikerfahrer des Jahres. Kannst dich ja dran abarbeiten. Okay, Fahrer des Jahres muss man einfach sagen, Chris Froome. Ohne Froome steht da. Ohne Froome? Ach, scheiße. Aber hier steht mit und ohne Froome. Ach, verdammt. Du hast einen anderen Chat als ich. Du hast das falsch gelesen. Ach so, genau. Was suchst du denn, Schatz? Ich hoffe, das war jetzt nicht für mich. Nein, meine Freundin ist gerade hier. Ja, ja. Ich weiß nicht, was sie gerade hier rumbrüselt. Darf ich mich doch gerne Vasihasi nennen? Ja, das, eben, du bist ja mein Vasihasi, dich nenne ich nicht Schatz. Genau. Oh, schnell ablenken. Genau, also Fahrer des Jahres mit Froome, ganz klar Froome. Wer das Double aus Tour und Vuelta gewinnt, ist, denke ich, definitiv Fahrer des Jahres. Ohne Froome Tom Dumoulin, der mit seiner Rundfahrt definitiv auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber ich muss sagen, das ist wirklich schwierig, weil die Saison ja in so vielen Phasen stattfindet. Greg van Avermaet hat ein ganz fantastisches Frühjahr gefahren.
Emanuel Buchmann definitiv auch eine überraschend gute Saison. Marcel Kittel als Sprinter des Jahres, denke ich, auch keine Frage. Auch Fernando Gaviria gut gefahren. Peter Sagan könnte man als Klassikerfahrer mit viel Pech, aber auch da könnte man Greg van Avermaet nehmen. Das ist schwierig, das so einzuteilen. Kletterer auch schwierig. Ja, ich tue mich gut, wer genau Philipp Gilbert. Tom Boonen darf man auch nicht vergessen, der jetzt zwar nicht die große Rolle gespielt hat, aber der sein letztes Rennen hatte und dem man allein schon deshalb nochmal ein Lob zukommen muss. Dann Miguel Angel Lopez, der einen extrem starken Vuelta gefahren ist. Also Alberto Contador als Kletterer, der jetzt abgetreten ist, Ino Zaccari mit einem guten Jahr, also da gibt es viele. Ich tue mich da wirklich schwer, mich festzulegen, mich haben da viele begeistert. Okay. Genau. So, hast du deinen Lieblingsfahrer gerade schon genannt? Nee. Also ich mag Tom Dumoulin. Ja, ich mag Tom Dumoulin auf jeden Fall. Wir mögen aber irgendwie alle. Lena sagt ja auch immer, Tom Dumoulin ist der Lieblingsfahrer. Ja, aber ich habe so oft schon über David Goudou geredet. Auf den freue ich mich richtig. Ich mag diesen Namen. Goudou klingt einfach Goudou. Ja, genau. Auf den freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich auf die vielen jungen Deutschen, die dann da doch noch immer kommen. Rick Zabel zum Beispiel. Eben Lennart Kemner, den haben wir ja auch schon angesprochen. Und hier ist noch die Frage: Wird Vasi die Kopfsteinpflaster-Etappe wieder vergeigen? Ich kenne die Antwort. Ja. Ich wusste es. Hey, ich habe beide Fahrer haben die -3-Tagesform. Was soll ich denn machen? Ich weiß es doch auch nicht. Was hast du denn jetzt eigentlich gesucht, Schatz? Was? Sag mal. Nee, ich rede mit meiner, achso, ich mit ja, meiner ich, Freundin. Ich denke immer, ich bin deine Freundin, ich verwechsel das immer. Oh Gott. Ah, Rigoberto Urán wird hier noch erwähnt. Okay, die Ablenkung durch die Freundin. Selbst Götter lassen sich ablenken. Ja, aber von der würde sich auch jeder ablenken lassen. Und zwar gerne. Ja, Schleimer. Nee, ich darf das. Ich darf das. Die weiß, dass es genauso gemeint. Ja. Rigoberto Urán habe ich noch gehört, den Namen. Genau, ja. Ist jetzt nicht einer meiner Favoriten, sage ich jetzt. Das finde ich jetzt, also der hat eine gute Saison gefahren. Wenn ihr darauf hinaus wolltet, wenn ihr auf Lieblingsfahrer hinaus wollt, dann ist es nicht Rigoberto Urán. So, Statement. Ja, jetzt wird eine Frage an mich, ob es quasi, hast du uns was zu sagen, genau? Nein. Ich bin sprachlos ab jetzt. Ich habe den Kommentar jetzt outgesourced in den Osten. Ich moderiere jetzt die Let's Plays. Nee, was heißt, große Änderungen wird es demnächst nicht geben auf dem Kanal. Ich werde vielleicht nicht mehr so diese ganz großen Spiele demnächst machen, sondern ein paar kleinere. Radsport wird nach wie vor kommen, NBA. FIFA und Evil Within habe ich quasi schon fertig. Stardew Valley wird weiterhin kommen. Das spiele ich aber dann einfach, weil es mir echt Laune macht, auch weiter. Aber an sich wird es so ein paar kleinere Indie-Games geben. Weil die großen Spiele ja dann häufig auch schon sehr weit abgedeckt sind. Aber ansonsten keine großen Änderungen, würde ich erstmal sagen. Ja, da kann man, so kann man es erstmal stehen lassen. So, ja, wie gesagt, zur Bahnrad-WM, ich kann gar nicht so viele Fragen dazu stellen, weil ich auch nicht so viel geschaut und mitbekommen habe. Ich kann es ja kurz zusammenfassen. Ja, genau, erzähl einfach mal deine Eindrücke davon. Und du bist jetzt ja auch nicht so jemand, der seit 20, oh gut, du bist ja erst 12, seit Jahren Bahnradsport schaut, oder? War für dich wahrscheinlich auch ein neues Erlebnis.
Ja, es war tatsächlich erst meine zweite Berührung mit Bahnradsport. Die erste war tatsächlich meine erste Berichterstattung für mein Sportradio.de, war von Olympia, Bahnradwettbewerb Christina Vogel. Dort habe ich das erste Mal von Bahnradsport berichtet, ohne davor richtig viel mich damit beschäftigt zu haben. Spricht jetzt nicht unbedingt für mich, aber ich habe mich ganz gut geschlagen und mittlerweile, wie gesagt, ist der zumindest der Straßenradsport fest etabliert bei uns. Muss ich mir jetzt auch mal selber sagen, auch dank mir, weil ich da halt so hinterher bin und die immer nerve. Und mich Kenne ich da gar nicht. halt einfach einbringen möchte. Mich einfach einbringen möchte. Ansonsten, ja, wie gesagt, jetzt habe ich halt die Möglichkeit bekommen, weil es in Berlin war. Ich komme aus der Nähe von Berlin. Da lag das eben nahe, dass ich das mitmache. Und wir bekommen halt vom Sender dadurch, dass wir noch alles relativ ehrenamtlich und relativ frisch machen, noch nicht so viele Akkreditierungen jetzt wie zum Beispiel für Rennen wie die Tour de France, sondern ja, wir haben halt dann nur die Möglichkeiten zu etwas kleineren Events zu gehen. Und auch wenn Bahnradsport ein cooler Sport ist, ist das eher ein Randsport, was ja der Straßenradsport auch ist, muss man ja ganz einfach so sagen. Genau, und deshalb bin ich dorthin gekommen, habe mich erstmal berieseln lassen, mehr oder weniger am ersten Tag. Und ja, es war eine coole Sportart, ein cooles Erlebnis. Ich habe ganz nette Leute kennengelernt, Kollegen von ARD und ZDF, mit denen ich mich unterhalten durfte, zum Beispiel. Und ja, auch ansonsten die Sportler sind ganz cool. Also Christina Vogel ist eine sehr ausgeflippte Person, die sehr selbstbewusst ist und sehr gerne redet. Und auch die anderen Sportler, mit denen ich mich unterhalten durfte, ja, waren cool. Miriam Welte zum Beispiel, eben Maximilian Levy, Pauline Grabosch, eine 19-Jährige, die das erste Mal bei den Damen an den Start gegangen ist und gleich zweimal Silber geholt hat und die vielleicht die neue Nachfolgerin und zumindest die starke Konkurrentin im eigenen Team für Christina Vogel wird und auch für Miriam Welte. Ja, war super spannende Tage. Bedeutet auch, dass ich jetzt Bahnradsport etwas intensiver abdecken werde für den Sender. Also es wird Interviews geben mit den Sportlern. Es steht noch nichts fest, deshalb sage ich auch noch nicht mit wem und in welchem Rahmen und so. Aber das werdet ihr sicher mitbekommen. Aber da ergibt sich jetzt auf jeden Fall für mich dann schon wieder die nächste Tür, die sich ein bisschen öffnet. Und ja, wer weiß, ob es dann vielleicht in 2, 3 Jahren dann doch mal zur Tour geht und ich von dort berichten darf. Das wäre auf jeden Fall ein Riesentraum, den ich natürlich habe. Ja, das kann ich verstehen. So, mach mal ganz kurz hier. Das hat eben gerade super funktioniert, meine Taktik. Einfach mal eiskalt abgedrängt worden. Na, das funktioniert prima. Das wird richtig gut werden. Ja, aber da konnte die nichts dafür. Da konnte die nichts dafür. Die Attacke haben wir eigentlich richtig gesetzt und vorne gewinnt Pim Ligthart. Ich finde immer noch ein wunderbarer Name. Er liegt auf jeden Fall hart. Und dann wird Julian Rietz immerhin Sechster werden. Mathieu van der Poel, nicht einer von den Poppels. Mathieu van der Poel. So, Thomas de Gendt ist natürlich wieder unterwegs. Bei der Familie ist er ja nie, hast du ja gesagt, oder? War das nicht der mehr in den Genau, das Ausreißergruppen war, ist ich als habe bei gesagt. der Familie? Genau, der war das. Der bereitet sich auch jetzt schon wieder darauf vor, hat er selber gesagt, dann nächstes Jahr wieder voll in Ausreisergruppen reinzuhalten. Und ich finde, in der Aufzählung meiner Sportler des Jahres fehlt der Ausreißer des Jahres, weil das war definitiv Thomas de Gendt. Okay. Ich hätte jetzt auf. Wie hieß der Pirat? Okay, das weißt du nicht. Das ist zu lang her. Wie hieß der immer mit dem Kopftuch? Jacques Durand. Dankeschön. Dankeschön, Vasi. Jacques Durand ist mein Ausreißer des Jahres. Der war immer dabei. Ich glaube, Ja, damals. beim 98er Let's Play, da war er, glaube ich, mit dabei. Das hat immer Laune gemacht. Wenn zur Tour de France geschaltet wurde, wenn die ARD bei Flachetappen so ab 15 Uhr drauf ist, dann wusste man immer, okay, Jacques Durand ist dabei. Da konnte man die Uhr nachstellen. So, das lief jetzt gerade nicht so gut, aber ich finde nicht, dass das so schlecht gemacht war von mir. Haben versucht, von vornherein da in diesen Kopfsteinpflasterabschnitt zu fahren. Das hat aber irgendwie nicht sein sollen, weil wir einfach mal abgedrängt wurden. Tagesform bei beiden minus 3. So, Lena ist auch da. Wir simulieren mal weiter, Warte, China. Lena. Guten Abend. Also wir simulieren uns jetzt hier noch ein bisschen durch.
Macht Lukas dann auch die Gameplays? Wie gesagt, wir hatten da ja mal drüber geredet. Was macht denn, ich frag dich jetzt einfach mal hier ganz, ganz unverhohlen, was macht dein Rechner bzw. dein Laptop? Ja, der Laptop, wie gesagt, der ist einfach nicht leistungsfähig genug und mit dem neuen Rechner, da warte ich immer noch auf die Antwort, ob es jetzt mit der Finanzspritze was wird oder nicht. Und ich weiß auch noch nicht, ob es klappt, aber grundsätzlich ist das definitiv, weiß ich nicht, im nächsten Jahr hoffe ich mir mal einen ordentlichen Rechner anschaffen zu können. Wann kann ich noch nicht sagen, muss ich gucken. Ich plane auch einen Umzug und so, also okay. Wird jetzt alles erstmal noch ein bisschen prioritär, aber grundsätzlich, wenn der Vasi nächstes Jahr noch Let's Plays macht, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, vielleicht ab und zu mal meinen Senf dazuzugeben. Und ansonsten, wenn ihr Bedarf an irgendwelchen anderen Radsportformaten habt, wo ich euch, irgendwelche Vorschauen gebe oder sowas, könnt ihr mich das auch wissen lassen. Ist halt als Let's Play im Moment schwierig, aber so grundsätzlich irgendwas, ich kann mich auch von einer Kamera stellen und irgendwas labern. Wenn da der Bedarf da ist, von da aus. Ja, diese Vorschauen haben wir ja auch einmal gemacht, zwar mit Gameplay. Ja. Aber ich glaube, dass auch jetzt ohne das jetzt böse zu meinen für den Chat, aber ich glaube auch, dass das über die Leute, die hier normalerweise auf dem Kanal schauen, darüber hinausgeht, dass da durchaus andere Leute bestimmt auch Interesse daran haben. Stimmt, so immer eine Vorschau, gerade für die Klassiker- und Frühjahrsaison, Favoriten immer mal benennen. Ich glaube schon, dass da durchaus Interesse da ist. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, weil ich mich auf die Rennen ja sowieso vorbereite. Und die Vorschau im Radio sich halt einfach, die findet nicht wirklich statt. Ich brauche aber das Fachwissen natürlich dann für den Rückblick und die Berichterstattung und so könnte ich das dann eben auch noch verbraten. Genau. Das Wissen, was ich habe. So, die nächste Etappe würde ich spielen bei der Tour of Queen High Lake, weil das ist die entscheidende Etappe. Da geht's in die Berge rein und wir haben ja immerhin, ich glaube, Heiko Gabel haben wir dabei, oder? Clark Gable? Jo, haben wir am Start. Da ist ja nicht ganz schlecht am Berg. Deswegen können wir das mal versuchen. Wir können natürlich auch noch ein paar andere Themen abarbeiten. Verfolgst du Bundesliga, Fußball generell? Also machst du ja sowieso Bundesliga, immer. Bundesliga schon, auf jeden Fall. Bin ich in dieser Saison sogar mal wieder ein bisschen interessierter als in den Vorjahren, muss ich ehrlich zugeben. Was sagst du so zu den Trainerwechseln bei Werder Bremen jetzt? Bremen hat den Trainer entlassen, Köln hat ihn noch, die Bayern haben einen neuen. Was ist so deine Einschätzung dazu? Ich vertrete bei Bayern tatsächlich den Trainerwechsel bei den Bayern sehe ich sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Schritt war, nochmal zu Jupp Heynckes zurückzuwechseln. Bin ich einfach nicht so der Freund von. Also klar, der Erfolg gibt ihnen eigentlich recht. Aber trotzdem fand ich die Lösung weder mutig noch besonders originell. Hat man sich's bei den Bayern eigentlich ziemlich einfach gemacht, finde ich. Und da war ich jetzt nicht so begeistert von. Ich bin auch ein Freund von Kontinuität, deshalb finde ich das gut, dass die Kölner an ihrem Trainer festhalten. Ja, und bei den Bremern war es in den letzten Jahren relativ unruhig. Da war es auch absehbar, dass sich der Trainer in so einer Situation jetzt nicht ewig halten kann. Er hat sich relativ lange gehalten, dafür, dass die Bremer ja doch schon ewig nicht mehr gewonnen haben. Ich fand seinen Abgang sehr sympathisch. Er hat ja nochmal gesagt, dass die Leute nicht vergessen sollen, dass Sportler und Trainer auch Menschen sind. Ich finde, da hat der Ton ist sehr, sehr rau geworden in der Bundesliga. Da finde ich das gut, dass sowas nochmal angesprochen wird. Ich mag generell auch zum Beispiel Christian Streich, der ja immer gerne mal mit den Zeigefinger hebt und so. Ich finde das sehr sympathisch, dass da auch mal Missstände angesprochen werden, weil es schimpft sich immer so leicht auf Sportler und Trainer, aber im Endeffekt auch oft, also ich finde Kritik immer plausibel, aber sie sollte definitiv im Rahmen des Menschlichen formuliert sein und nicht so böse, wie es dann doch auch teilweise gegenüber Dietmar Hopp oder RB Leipzig ist. Da habe ich dann wenig Verständnis für. Ja. Aber bin dazu gut erzogen für. Bist ja auch ein bisschen Teil der Medien. Haben die Medien, das ist einfach mal eine provokante Frage, haben die Medien nicht auch mit Schuld daran, wie mit Red Bull Leipzig umgegangen wird? Ist die Berichterstattung,
den Hoffenheim und Leipzig gegenüber fair? Ich würde mich mal interessieren. Also aktuell würde ich sagen, dass Hoffenheim einfach aufgrund der Arbeit, die dort in den letzten Jahren geleistet wurde, zumindest aus dem medialen Blickfeld so ein bisschen verschwunden ist. Mhm, ja. Ich denke auch, dass allgemein unter Fußballfans Hoffenheim, wie Leverkusen zum Beispiel auch, einfach nicht mehr als der große Retortenclub wahrgenommen wird. Das hat sich einfach dadurch, dass sie eben mit Jugendarbeit überzeugt haben und sich in der Bundesliga ohne große Finanzspritze und ohne große Megatransfers ein bisschen einfach ja, etabliert haben und so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen haben, den Kritikern. Bei RB natürlich spielen die Medien da eine Rolle, die nicht unbedingt immer gut ist und die ich auch nicht gut finde. Ich finde aber auch, dass Leipzig als Verein nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sie positiv wahrgenommen werden. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen versuchen, das Opfer darzustellen und sie spielen auch mit diesen kritischen Äußerungen und nutzen die, um sich eben wieder in eine Opferrolle zu stellen. Ich finde das auch nicht unbedingt sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde eben, also ich kann Leute verstehen, die ein Problem mit dem Konzept haben und die ein Problem mit RB Leipzig haben, aber das Problem ist nicht bei RB Leipzig oder bei Red Bull in dem Fall, sondern das gibt es eben in Leverkusen, das gibt es in Wolfsburg, in Hoffenheim und das ist nun mal ein Trend, der im Fußball gesetzt wird, den kann man gut finden oder nicht, aber dann kann man eben, wenn man da das Leid ist, dann kann man eben auch nicht mal in Richtung Amateurclubs richten und sich dort eben nochmal mit dem wahren Fußball, den man doch so mag, auseinandersetzen, weil in der Bundesliga auf Tradition zu achten, wird immer schwieriger. Ja, das ist zum Teil auch einfach nur Gewalt der Gewaltwillen. Es gibt den Leuten einfach einen Grund, ihre Gewalt eben auch ausleben zu können. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen ansetzen, dass wir in Fußballstadien auch viel zu viel dulden, meiner Meinung nach. Also es wird viel Gewalt geduldet, ich kenne viele Leute, die deswegen auch nicht mehr ins Stadion gehen, weil da immer so eine Grundaggressivität drumherum schwirrt. Und deswegen sage ich ja, die Medien spielen da auch eine Rolle, wenn das dann alles immer bagatellisiert wird, wenn gesagt wird, es sind nur einige wenige. Das mag ja sein, aber ich finde, im Gesamtkonstrukt sind es zu viele. Und bei den Ultras sind mir generell zu viele Gewalttätige mit dabei. Aber ich habe kein Problem mit Red Bull Leipzig zum Beispiel. Wenn ich mir die Mannschaft anschaue, das ist keine zusammengekaufte Mannschaft mit Spielern, die 20 Millionen gekostet haben, sondern das sind junge Spieler, die man auch jung natürlich talentiert verpflichtet hat, die sich aber jetzt auch weiterentwickeln im Verein, die eine Philosophie spielen, von der Jugendmannschaft bis eben hoch in die erste Mannschaft. Deswegen finde ich, dass da wirklich gute Arbeit geleistet wird mit Spielern, die man groß macht. Naby Keita, gut, der kommt natürlich aus der Red Bull-Familie. Ich glaube, Red Bull Salzburg vorher gespielt, aber jetzt, glaube ich, für 70 Millionen oder sowas wechselt der zu Liverpool nächstes Jahr. Also, und ich glaube, auch ein Forsberg wird teuer wechseln, wenn der Vertrag nicht auslaufen sollte. Also, ich finde die Arbeit, die in Leipzig gemacht wird, wirklich sehr, sehr stark und viele Traditionsvereine können sich da echt mal eine Scheibe abschneiden, wie man seriös einen Verein führt, ganz klar. Wobei es vielleicht in Leipzig auch einfacher ist als jetzt in Kaiserslautern oder sonst wo. Naja, genau, in Leipzig kann man diese solide Arbeit halt auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten machen. Deshalb ist es schwierig zu sagen, Traditionsclubs sollen sich da eine Scheibe von abschneiden. In bestimmter Hinsicht mag das vielleicht funktionieren, also in den wohlhabenderen Vereinen und in den meisten Vereinen mag das halt auch ein Stück weit, also in einigen Bereichen stimmen, aber ich denke, das komplett zu kopieren oder ähnliche Ansätze zu finden, ist bei manchen ärmeren Mannschaften, ich denke da an Freiburg zum Beispiel, da ist das schwierig, wobei ich sagen muss, genau. Ja, das würde ich auch so ein bisschen rausnehmen, also ich spreche dann schon auch eher ein bisschen, ich weiß nicht, aber ich denke mal, der Etat von Schalke ist schon noch deutlich höher als der von Leipzig, Hamburger SV. Es gibt viele Vereine, die einen höheren Etat haben und Leipzig, klar, die haben Geld, aber wie viel investieren sie wirklich davon, beziehungsweise wie viele andere Bundesliga-Vereine haben fast einen ähnlich hohen Etat wie Leipzig? Es ging mir jetzt hauptsächlich um die Jugendarbeit, weil du gerade davon gesprochen hast, von der Nachwuchsarbeit und dass es da eben schwierig ist für Freiburg, einfach auch aus Standortgründen ein riesen Nachwuchsleistungszentrum zu bauen. Ja, klar.
Und ansonsten Schalke zum Beispiel verkackt die Jugendarbeit einfach beim Übergang in die Profimannschaft. Also die haben so großartige Talente, Max Meyer, Leon Goretzka, nur als Beispiele, die einfach nicht in Schalke bleiben wollen, weil dort eben in der Profiabteilung einiges nicht stimmt. Ich glaube, dass Schalke eine großartige Jugendarbeit macht, dass sie halt das aber einfach nicht schaffen, die Talente dann zu halten und sie so zu entwickeln, dass die Mannschaft nachhaltig dann auch Erfolg hat. Und die Bayern, die haben seit Jahren wieder keine richtigen Jugendtalente in der ersten Mannschaft etabliert. Auch das sehe ich sehr kritisch. Ja, also die Schalker Jugendarbeit, das reißt ja Wunden auf, wenn ich mir anschaue, wer alles noch auf Schalke spielen könnte. Ich meine, alleine so eine offensive Flügelzange mit Draxler und Sané wäre ja eine Möglichkeit. Das stimmt definitiv, dass da der Übergang, ich weiß aber gar nicht, woran es liegt. Ich kann es noch nicht mal sagen, wo, also als jemand, der Schalke ja doch recht intensiv beobachtet, ich könnte noch nicht mal die Fehlerquelle nennen, woran es liegt, dass Spieler wie Max Meyer, Goretzka, Sané, Draxler eigentlich ganz gerne sofort wechseln möchten und nicht noch, bis sie vielleicht Anfang, Mitte 20 sind, bei Schalke bleiben wollen. Das kann ich selber noch nicht mal beantworten. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ist Gelsenkirchen eine schöne Stadt? Oh Gott. Jan ist nicht im Chat. Okay, nein. Ja, weil ich glaube, das ist einfach, ja, der Trend geht dahin, dass die jungen Spieler halt doch eher das florierende Leben suchen. Und vielleicht ist es auch einfach zum Teil schon, dass Schalke einfach jetzt kein Ort ist, wo du mit Anfang 20 dir eine langfristige Zukunft vorstellen kannst. Ja, man muss dazu sagen, viele Spieler, glaube ich, Raoul zum Beispiel hat, glaube ich, damals auch in Köln gewohnt. Also ja. Es ist nicht so weit. Viele wohnen tatsächlich in Köln oder in der Umgebung. Ja gut, oder Düsseldorf habe ich auch genau. Schon gehört. Ja. Ich habe da nämlich neulich ein YouTube-Video über die Jugendarbeit auf Schalke geguckt. Die ja wirklich gut ist. Das ist echt fantastisch. Genau, da kann man auch echt stolz drauf sein, auch wenn man sich das jetzt die letzten Jahre immer angeschaut hat. Da waren zum Teil 6, 7 Spieler aus der eigenen Jugend mit Hövedes, mit Fährmann, Hövedes auch weg. Also, da reißt gerade eine Lücke. Ja, fahrt die Lücke mal wieder zu, Jungs. So, da hätten wir es geschafft. Ich glaube, Lena hatte aber noch was geschrieben. Genau, bekomme live mit, was hier für eine gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Das kann man aber auch falsch verstehen. Entschuldige. Also nehmt euch in Acht, die Lena läuft mit der Kamera rum und filmt euch im Park, wenn ihr Nachwuchsarbeit macht. Das gefällt mir. So, ganz kurz, Tim Fandelroy habe ich rausgenommen mit Absicht am Anfang, weil er ja verletzt ist. Deswegen habe ich einfach mal den Wert auf 0 gestellt. Also das war vollkommen beabsichtigt. Ich glaube, heute ist Björn Walter mal unser Kapitän. Wobei Heiko Gabel und Björn Walter beide ziemlich stark sind. So. Ja, ansonsten bin ich ja mittlerweile Student, ne? Das kann man ja vielleicht auch noch erzählen. dass ich jetzt angefangen habe zu studieren und nebenbei Kabelträger beim RBB bin. Der geilste Job, den ihr euch vorstellen könnt. Also ich bin 4 Stunden habe Arbeitszeit von 16 bis 20 Uhr, davon habe ich 1,5 Stunden lang Pause, die bezahlt wird, und mache eine halbe Stunde früher Feierabend und lerne coole Leute kennen. Ja, man muss sich hocharbeiten. Ja. Ja. Nee, zum Beispiel, gestern war Max Rabe in der Sendung zu Gast, bei der ich arbeite. Cool. Der sagt ja bestimmt den einen oder anderen was. Sehr, sehr netter Typ. Und die Kameraleute sind halt erfahrene Leute. Und die Tonfrau, die arbeitet zum Beispiel für Sky, macht dir den Ton vom Feld in der Europa League und ist jetzt dann da mal beim RBB und dann wieder in Salzburg und so. Also das sind halt echt Leute, von denen man noch was lernen kann. So, und die schon viel erlebt haben, und das ist echt cool. Und nein, ich studiere nicht Radsportologie, das kann man nämlich nicht lernen. Das ist man oder eben nicht. Ich studiere Politik und Wirtschaft, was nicht weit weg ist. Okay, sag uns deine Meinung zur Politik. Nein, lass es. Keine Politik, ansonsten bist du gearscht. Nee, ich möchte das auch nicht. Ich bin tatsächlich sehr tolerant. Also ich möchte niemandem meine Meinung aufzwingen, sondern ich habe mich auch schon sehr intensiv mit AfD-Wählern unterhalten und
und eben, ja, ich höre mir gerne die Meinungen von anderen, von Leuten mit anderen Standpunkten an und möchte da auch keinen belehren oder so, und deshalb sollten wir das auch lassen. Ja, nee, aber das ist schon mal eine gute Einstellung. Den Satz, den finde ich, kann man hier so gut, sehr gut stehen lassen, weil ich denke, zuhören sollte man schon. Das wird ja auch häufig inzwischen schon, bevor überhaupt was gesagt wird, unter den Tisch gekramt. Und viele Probleme bestehen sicherlich darin, dass man momentan, dass die einen den anderen nicht zuhören. Das ist definitiv genau der Fall. So, aber Politik lassen wir lieber hier mal weg. Aber Gottologie finde ich schön. Ja, außerdem studierst du das nicht, du bist Professor für Gottologie natürlich. Du bist ja, aber eigentlich kann man das auch nicht lernen. Ach so, ja, du bist ja deswegen, aber es gibt Leute, die wollen das lernen und du bist der Dozent dafür. Ja, ja. Genau so war das. Ich versuche mein Bestes. So. Ich würde sagen, wir machen auch gleich mal eine kurze Pause. Dann mache ich mal ganz kurz Streamende. Ich brauche nämlich doch ganz kurz mal ein bisschen Nachschub mit Trinken und Essen. Und dann schauen wir zwei vielleicht auch mal in der Pause, dass wir das die Vuelta starten. Ich würde sagen, wir ziehen es jetzt noch bis 6 Uhr durch. Das Abo-Team, dann simulieren wir es dann noch ein bisschen durch China und so weiter. Und dann würde ich sagen, starten wir unsere Vuelta, ja, oder? Ja, dann können wir ja dann machen wir eine Dreiviertelstunde oder so, oder eine Stunde noch, die Vuelta. Genau. Da schaffen wir ja so 2-3 Etappen und dann würde ich dann auch mich verabschieden, weil wir noch Abendbrot essen müssen. Abendbrot zu vornehmen. Ich muss noch kochen und so. Genau. Also ich würde sagen so bis 7, wenn das okay ist. Ah ja, klar. Ich habe gesagt, okay? Ich habe gesagt bis 20 Uhr machen wir, aber das ist alles gar kein Ding. Bist jetzt ja früher auch dazugekommen. Weil ich, wie gesagt. Ja, nee, alles gut. Privatleben genau, geht immer vor. Ich habe ja keins. Ich muss dann noch kochen und meine Mutter kommt noch was vorbeibringen und so. Also bis 7 denke ich, dann passt das. Sind ja auch noch anderthalb Stunden. Also sollen wir mal nicht. Ja, ja. Nee, wie gesagt, wir simulieren uns gleich noch ein bisschen durch und dann schauen wir mal. So, ich konzentriere mich ganz kurz mal. Wasser holt gerade Jan Krawitz, der wird es allerdings nicht mehr vorschaffen. Björn Walter und Heiko Gabel kommen hier mit über den Berg. Sind dauernd ganz komisch die Gruppen auseinandergeflogen. Die Gruppen, deswegen überschlägt sich meine Stimme auch. So, mal schauen. Jan Krawitz doch, da könnte er jetzt bergab, ist er gut. Da wirft er die Masse mit in den Ring. Dann schauen wir mal. Zwei Berge kommen noch, die allerdings nicht besonders steil sind. Und ich glaube allerdings, dass ja Christian Reuter ist jetzt schon raus. Das wird nix. Mit dem Gesamtsieg bei der Tour of Qinghai Lake. Du kannst ja gerade mal, du hast doch immer die Datenbank bereit, oder? Jetzt ist er weg. Sehr schön. Immer wenn man ihn braucht, ist der Radsportgott weg. Unglaublich. Ja, ich musste mal ganz kurz mit meiner Freundin reden. Unglaublich. Soziale Interaktion kenne ich gar nicht. Ja, furchtbar. Bei mir ist der immer soziale Leben immer im das roten Bereich. Dir. Du sitzt den ganzen Tag in deinem. Du sitzt den ganzen Tag in deinem Kabuff und produzierst unfassbar gutes Gameplay für andere YouTuber. Und ja, ja. Deins lässt du deinen Hund machen. Ja. Und eigentlich sind die ganzen großen Let's Player Gronkh oder so, der benutzt nur dein Gameplay und spricht drüber. Und das von dir ist dann, dafür hast du eigentlich gar keine Zeit mehr. Es ist erschreckend, wie gut du das beschrieben hast. Also, ja. Gerade mein Hund, das ist, als wärst du hier bei mir tagsüber. Vielleicht bin ich das ja sogar, mein Nasi-Hase. Oh Gott, kommt gleich Lena wieder vorbei mit dem Fotoapparat und fotografiert die Leute. Schaut uns bei der, was war's? Ich habe schon die Formulierung wieder vergessen. Bei der Nachwuchsarbeit. Bei der Nachwuchsarbeit. Genau. Ach ja, wenn jetzt noch Vincent de Comte-Savoie vorbeikommt und die Schnellkraftwerte wieder in den Keller gehen, weil er ein Kind bekommen hat, dann ist alles erfüllt. So, ja. Berg der erste. Achso, was ich dich eigentlich fragen wollte, Tour of Qinghai Lake, hast du da irgendwie Ergebnislisten, beziehungsweise magst du mal nachschauen? Von dieser Saison? Ja, die müsste ja eigentlich durch sein. Ja, die ist schon durch. Ja, das war ja im Juli oder wann? Wenn das hier stimmt. Tour of
Müssen wir schauen. Halten die Position. Sergei Lakuti von Kolts BDC Team hat die in diesem Jahr, Ukrainer, im letzten Jahr gewonnen. Ja. Und in diesem Jahr Jonathan Monsalve. Ah. Von Qinghai Tianyahude Cycling Team. Natürlich, natürlich. Und ein deutscher, relativ unbekannter Fahrer auf Rang 3, Björn Thurau. Björn Thurau. Genau. Und auf Rang 12 ein alter Bekannter, Stefan Schumacher. Ah, Doping-Schumi. Genau, der fährt jetzt auch nur noch für so einen Drittdivisionär, Kuwait, Katusho.es. Ah ja, klar, wo soll er sonst fahren? Ich meine, hat sich ja unmöglich gemacht. Ja. So, ich habe gerade hier den Zug verpasst. Leider. Das wird nichts werden. Ich würde mal ganz kurz... Ja. Ich werde mal ganz kurz mich göttlich für kleine Götter geben. Ja, mach mal, mach mal. Gut. Bis gleich. Bis gleich. So, wie gesagt, ich habe hier den Zug verpasst, aber irgendwie halten die auch mit der 85 nicht einmal die Position vorne. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe sie jetzt schon mehrfach wieder nach vorne geschickt und sie halten nicht die Position. Geht es natürlich gleich in den Schlussanstieg rein. Da können wir eh nur mit Björn Walter und Heiko Gabel fahren. Okay, die da vorne sind, denke ich mal, weg. Die holen wir nicht mehr. Da sind auch Topfahrer dabei oder gute zumindest. Das wird ein Götterschiss, die Götterdämmerung. Die anale Götterdämmerung. Also, nee, so rum wollten wir es ja machen. Stimmt auch ein Horrorfilm, den der Benny sich gestern angeschaut hat, die anale Götterdämmerung. Ja, die werden da vorne wohl doch eingeholt. So, dann setzen wir jetzt mal alles auf Gesamtwertung hier. Wer die Etappe gewinnt, gewinnt wohl auch die Rundfahrt, außer der Zeitfahrwert ist zu schlecht. Bei Heiko Gabel müsste das aber gut werden. Noch ein Grund mehr für ihn zu fahren. Was? Ja, ich kenne das doch. Die neue Netflix-Serie. So, Björn Walter macht hier Tempo für Clark Gable. Jetzt wird er gleich auch nochmal ein bisschen flacher. Können wir es ruhig ein bisschen schneller fahren. Kommen wir da nochmal ran vorne. Da ist natürlich auch Nadja Tripodi dabei. Boah, das wird schwer, da nochmal hinzukommen. So, Björn Walter gibt nochmal alles. Und jetzt müssen wir auch rausgehen. Ansonsten wird das nichts mehr. Boah, da ziehen wir richtig das Feld mit. Die jetzt natürlich auch dran sind, aber wahrscheinlich auch platt nicht irgendwo dranhängen. Okay, wir ziehen es mal durch. Komm, wir hauen einfach die 99 durch. Na, komm schon. Aber da gewinnt, wer gewinnt? Backert gewinnt. Und Björn Walter fährt einfach weiter vor Heiko Gabel her. Auch nicht schlecht. Und wird im Endeffekt aber nur Dritter werden. Also Björn Walter war heute vielleicht sogar leicht stärker. Und Heiko Gabel auf Platz 6. Wir halten uns, würde ich sagen, alle Optionen fürs Zeitfahren offen. Ich weiß nicht, wie Backert im Zeitfahren ist. Backer, Backer. So, wen haben wir hier? Ich dachte, das wäre BASF. Carsten Grunewald, 20. geworden. Wen haben wir sonst noch dabei? Nö, da war sonst nicht mehr viel. Also Björn Walter und Heiko Gabel auf Platz 3 und 6. Backert Großschartner war auch noch dabei. Müssen wir mal schauen, was der für ein Zeitfahrwert hat. Lars-Peter Nordhuck. Nee, Nordhawk, keine Ahnung. Nordhuck ist, glaube ich, irgendein Langläufer. Oder, ja doch, ich glaube Langläufer. So, Siegerehrung. Davanti hat gewonnen. Avanti.
klicken wir uns mal durch und dann schauen wir uns mal die Werte an. Packard ist der stärkste. So, sind dann 23 Sekunden für Björn Walter, 27 für Heiko Gabel. Packard die 64, Großschartner nur die 65 im Zeitfahren. José Herrada die 67 und Heiko Gabel die 71. Ja, da ist er der beste Zeitfahrer. Nein, der pflückt doch keine Blumen. Der sammelt doch Himbeeren. Der alte Himbeerpflücker. Ich hatte in meiner Jugendmannschaft immer einen. Der war dann später immer im Tor. Aber im Training hat er immer Blümchen gepflückt, weil bei uns sind so Gänseblümchen auf dem Rasen gewachsen. Und dann stand er manchmal neben dem Tor. Das war irgendwie noch in der F-Jugend, glaube ich. Hat immer Blümchen gepflückt und wir konnten immer aufs leere Tor schießen, bis wir irgendwann ausgerastet sind. Nun gut, das liegt hinter uns und heute ist es Manuel Neuer. So, wir sollten hier wahrscheinlich einfach nur noch Fahrer mitnehmen, die eine geringe Ermüdung haben. Auf jeden Fall. Huch. Ungefragt hier geantwortet. Ach, sie müssen genau 6 Fahrer anmelden. Auch nicht schlecht. Gerade mal schauen, Tour de Wallonie. Ist halt alles relativ flach. Ne, hügelig auch. Aber da simulieren wir uns durch. Und dann kommen wir dem Saisonende auch etwas näher schon. So, ihr dreht einem ja das was Mund im Wort um in Sachen was? Coffee für? Ja, stimmt, ich bin Donald Trump. Genau, deswegen rennt Manuel Neuer auch immer noch aus dem 16er, weil er Blümchen pflücken möchte. Haben wir wieder mal ein Mysterium gelöst. Alter Schwede, was ist denn hier los? Paulana auf Platz 2, BASF auf Platz 3 und 4. Jonathan Götze auch noch 6er, Carsten Seifert 12er. Michel Stückrad, Matthias, wo ist denn Bianchi überhaupt? Ich glaube, wir haben gar keine Sprinter dabei. Alle gestürzt. Nee. So, wie gesagt, wir simulieren, machen vielleicht noch das eine Zeitfahren in China und dann machen wir Ende Gelände. Das geht jetzt aber relativ fix, weil jetzt eh hier nur noch die Sprints anstehen. Du machst das schon. Jojo, mei, kriegt es hin. Ich vertraue dir da blind. Mit bayerischem Selbstvertrauen. Ich muss allerdings gestehen, ich habe schon ewig keinen Radsportmanager gespielt, also du wirst mich wahrscheinlich schlagen gleich beim Multiplayer. Ich spiele nur ganz, ganz selten. Du hast ewig keinen Radsportmanager, ja. Ich bin voll der gute Lügner, ich bin wie Donald Trump. Ich dachte, du willst nicht über Politik reden. Was sagst du denn zu Donald Trump? Findest du ihn auch so sympathisch wie ich? Ich finde, ein sehr intelligenter Mann. Da sollte man mal einen IQ-Test machen. Doppelsieg. Doppelsieg, Uli Drache vor Jonas Joel. Bei der Tour de Wallonie. Na, habe ich das nicht toll simuliert? Ich bin voll gut. Ja, du bist voll der Simulant, ey. Ja, wirklich. Krass. Sind wahrscheinlich nur 12 am Start, ne? 101. Dalmatina. Also Uli Drache gewinnt und jetzt ist er heute gar nicht dabei. Vor Jonas Joel. Das läuft doch. So, Das läuft, sagt man das bei euch so? Ach, ich weiß nicht, was man bei mir sagt. Ich spreche Hochdeutsch. Ich habe keinen richtigen. Ja, genau. Ja, ich ja auch. Aber ich habe keinen richtigen Dialekt. Nee, so. Ich auch nicht. Also, ich habe nur einen Sprachfehler. Das ist alles. Zählt das schon als Dialekt? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall individuell. Ja, genau. Das sage ich auch immer wieder. Hallo, ich bin individuell. Bin bei Bims was Besonderes. Geil. Achso, stimmt. Wintersport, bist du Wintersport begeistert? Hatten wir wahrscheinlich auch schon mal das auf Thema. Auf jeden Fall. Nur mein Fliegengedächtnis hat es wieder vergessen. Du kannst mir wahrscheinlich helfen. Thema Skispringen. Wahrscheinlich Lena will ja vielleicht. Achso, Lena kann ich auch nochmal in den Chat fragen, ob sie, wie es mit Biathlon aussieht. Oder sie kann es einfach mal reinschreiben. Das könnte ich versuchen, ob ich Biathlon nochmal zum Laufen kriege. Ich habe das auch. Achso, dann könnt ihr euch drum prügeln. ob mein
Oder auch Skispringen, ich habe beides. Allerdings bin ich in Skisprung springen ziemlich schlecht, aber Biathlon war ich eigentlich immer ganz gut. Ja, bei mir ist genau andersrum. Ich war beim Biathlon immer nie so gut. Und als ich dann besser wurde, hat es keiner mehr geschaut, weil die Leute gesagt haben, es ist nicht mehr witzig, wenn du triffst. Das fand ich auch nicht so lustig. Aber Biathlon... Ja, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also das müsste ich mal probieren, ob das läuft. Aber es ist ja grafisch jetzt noch anspruchsloser als der Radsportmanager. Eben, ja, klar. Dann machen wir eine Herrenkonkurrenz und eine Damenkonkurrenz. Also, wenn du Bock hast, ja. Hau raus. Könnte man sich vorstellen. Also ich werde es mal probieren, die Tage, und dann gibt's Feedback. Ja. Und dann könnten wir mal drüber reden. Weil ich würde Kennst du Kevin Kuske? Dem Namen nach, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr sexy Name. Kevin Kuske ist der Anfahrer von André Lange gewesen im... Ja. Genau, ja. Der war Stammkunde bei dem Revo, wo ich gearbeitet habe. Was Nummer? Der war Stammkunde bei dem Rewe, wo ich gearbeitet habe, bevor ich angefangen habe zu studieren. Okay, ja. Ich habe es richtig gehört. Ja. Genau. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, ich kann sagen, in Frankfurt im Hessen-Center, Betty Heidler war bei uns Stammkundin. Okay, auch cool. Die ist mega sympathisch. Ja, aber ich hatte alle, also Kevin Kuske ist eigentlich auch ganz nett. Allerdings, ich sag bewusst eigentlich... Weil ich habe ihm auch meine Telefonnummer gegeben gehabt, um mit ihm ein Interview zu machen. Ja. Und um ein Interview zu machen, hier, ja, da ziehe ich das Auge so runter. Ja, ein Interview zu machen. Ja. Habe ich bei der Betty auch versucht, aber die hat mich verprügelt. Nee, er hat sich auf jeden Fall nicht gemeldet, um die Geschichte jetzt irgendwie ungalant zum Ende zu bringen. Ich kann es verstehen. Hast du ihm wahrscheinlich einfach so zugesteckt, so oben in diese Brusttasche. Hör mal, mein Freund, wenn du mal... Zeit deines Lebens haben willst, dann ruf mich mal an. Nee, ich habe ihn tatsächlich erst gefragt, ob er Bock drauf hat. Und ja, eben, das war schon der Fehler. Du kannst niemanden fragen, ob er Bock drauf hat. Die Formulierung macht's. Ja, so habe ich es auch nicht gefragt. Geht mich hier um Kopf und Kragen. Na, hast du Bock? Sehr schön, das gefällt mir. Ja, also wie du möchtest, wenn ihr Bock auf Biathlon vom Radsportgott habt, dann könnt ihr das ja mal kurz hier in den Chat schreiben, dann versuche ich mal, ob ich da was hinkriege. Ja genau, also Lena will auch Biathlon aufnehmen, dann lauft ihr in Konkurrenz. Genau. Aber trotzdem wäre cool, wenn ein bisschen Feedback kommt, damit ich weiß, ob sich jetzt der Stress lohnt. Wie gesagt, ich habe auch viel zu tun. Also Biathlon kann ich sagen. Hat Bock. Ist jetzt unabhängig auch vom Radsportpublikum, wobei die meisten Radsportleute durchaus auch Wintersport interessiert sind, denke ich mal. Aber das funktioniert immer von den Aufrufen her. Kriegst du da auch viele neue Leute dazu? Also man kann es zumindest mal also anfangen, würde ich es auf jeden Fall, dass man vielleicht einfach mal 2-3 Testfolgen macht. Aber das funktioniert immer. Wenn Biathlon läuft, dann schauen Millionen. Ich habe das früher auch tatsächlich. Ich habe das tatsächlich auch mal Let's Played auf meinem alten Kanal. Ja, und da lief das auch sehr gut. Also da habe ich eine Folge, die hat, glaube ich, fast 10.000 Aufrufe. Wow. Ja. Das habe ich nicht geschafft. Aber wahrscheinlich habe ich zu gut gespielt. Das hat die Leute dann abgeschreckt. Ja, ich habe auch tatsächlich immer nur die erste, die Junior-Saison quasi durch. Okay, da gewinnt man noch immer. Ja. Genau, deshalb mal gucken, wie das so wird. So, aber grundsätzlich wäre das auf jeden Fall eine Idee, mit der ich mich auch anfreunden könnte. Ja, definitiv. Ach scheiße, es gibt hier noch eine Hügel-Etappe. Nee, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Pause. Und wir zwei schauen jetzt gerade mal, dass wir es in den Multiplayer schaffen. Ich würde den Stream mal ganz kurz quasi beenden, damit wir auch auf YouTube diesen Cut haben von Multiplayer zu Team Bianchi. Zum Abo-Team. Und dann würde ich sagen, wir machen 10-15 Minuten Pause. Beziehungsweise wir schauen, dass wir in den Multiplayer reinkommen. Klingt super. Das klingt super, oder? Ich hab's alles, einfach was drauf. Du willst, mein Wasi-Hasi. Das Biathlon-Spiel ist von 2009, glaube ich, oder? Genau. Ja. Genau, also Biathlon, RTL Biathlon 2009. Mein RTL. Ja, das sind immer noch die besten Biathlon-Spiele. Wo ist aber es gibt natürlich auch noch andere Fernsehsender. Und was? Nein. ARD, ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser. Ja, mit dem dritten sieht man gar nichts. Das ist auch
Du bist aber bei den Dritten jetzt. Ja, ich arbeite jetzt bei den Dritten. Mit den Dritten genau. Schmeckt's besser oder sowas. Keine Ahnung. nee, da machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Ihr könnt alle mal Pipi und Kaka machen und was sonst so aus euch rausfließt. Und dann sehen wir uns, sagen wir mal, kurz nach 6 wieder. Und alle, die jetzt sagen, nein, ich will nur Abo-Team, den wünsche ich dann Tschüss. Noch einen schönen Abend und quasi bis zum nächsten Mal. Jo. Also, bis gleich, Leute. Tschüss.